Willst entspannen, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Lage, wie Sie bald hören werden. Ich weiß nicht, was tun. Ich weiß einfach nicht, was tun. Bevor Sie die Bekanntschaft mit meinem Gast, Superintendent Mortimer vom Yard machen, muss ich Ihnen schnell einiges erklären. Meine Bekanntschaft mit ihm ist so alt, dass ich gar nicht mehr weiß, wie sie zustande gekommen ist. Und dass sie so dauerhaft ist, verdanken wir einem gemeinsamen Interesse. Ich schreibe nämlich unter anderem Kriminalromane. Nicht nur um Geld zu verdienen, sondern weil es mir Spaß macht. Mein Name ist Jefferson Flint, Pseudonym natürlich. Sie haben nie von mir gehört? Dann lesen Sie keine Krimis, wenigstens keine guten. Ja, nun sagt man zwar, dass die Kriminalisten, die Praktiker, also uns Schreiber mit einer gehörigen Portion Verachtung bedenken, aber ich finde, sie tun es zu Unrecht, denn schließlich haben wir ein gemeinsames Arbeitsgebiet. Nur unsere Arbeitsweise ist verschieden. Insofern, als wir an den entgegengesetzten Enden anfangen. Der Kriminalist hat seinen Fall und arbeitet sich zur Lösung durch. Wir fangen bei der Lösung an und spulen langsam zurück, unter Einbau aller nur erdenklichen Hindernisse, bis zum Anfang. Meine Kunst, wenn Sie mir in diesem Zusammenhang überhaupt gestatten, von Kunst zu sprechen, meine Kunst muss dem Leben hart auf den Fersen bleiben. Und deshalb meine Bekanntschaft mit dem Obermacher von Scotland Yard. Er ist für mich einfach eine Fundgrube von tatsächlich passierten Fällen. Er ist außerdem ein eifriger Verfechter jener Theorien, wie sich die Praktiker des Yard aufgrund ihrer langen Erfahrung zurechtgelegt haben und die Mortimer zum Teil selbst formuliert hat. Wir sind gerade mit dem Essen fertig geworden, zu dem wir uns wechselseitig alle 14 Tage einladen. Merkwürdigerweise macht sich bei Mortimer der Wein schon etwas bemerkbar. Bei mir übrigens auch. Dabei ist es die gleiche Sorte Roten, die ich immer habe. Na, vielleicht liegt es an dem starken Witterungsumschwung. Da kommt Mortimer wieder. Er ist schon in Fahrt und im Begriff, eine seiner Theorien zu entwickeln. Also einer der Grundsätze, die ich bei meiner Scotland Yard-Laufbahn auch sehr nützlich gefunden habe, ist ganz einfach der, dass der äußere Anschein nicht immer trügt. Wie meinen Sie das? Ich meine, ein Verbrechen kann genau auf die Art begangen worden sein, wie es den Anschein hat. Oder auch, es kann genau auf die Art begangen worden sein, wie es geplant war. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Los, trinken Sie doch. Ja, wirklich. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen. Ich meine, die einfachste Art, einen Mord zu begehen, ist oft die beste. Das muss aber nicht bedeuten, dass der Mörder ein Mann einfachen Geistes ist. Im Gegenteil, er ist meistens so intelligent, dass er weiß, die einfache Erklärung ist einfach zu einfach, um glaubhaft zu sein. Das klingt keineswegs einfach, obgleich das Wort einfach in Ihrer Erklärung etwas häufig vorkommt. Nennen Sie mir doch ein Beispiel. Damit Sie zu Ihrer Geschichte kommen, ja, was? Ja, natürlich. Gut. Sie sollen Ihre Geschichte haben. Nehmen wir den Fall mit der Flasche Wein, die man Lord Headingham zum Geburtstag geschickt hatte. Habe ich Ihnen schon davon erzählt? Nein, nie. Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit, damit ich es wieder in die Reihe kriege. Das ist schon eine Weile her. Jetzt habe ich's wieder. Es war abends gegen 6:30. Mein Dienst war zu Ende und ich wollte gerade nach Haus gehen.
Da kam eine telefonische Meldung durch, der Butler von einem Lord Headingham sei plötzlich gestorben und es bestände Verdacht auf Vergiftung. Ja. Inspektor Tossmann bekam den Fall und das hieß für mich wieder mal Feierabend ade. Denn wenn Tossmann sich einen Fall schnappte, dann schnappte er mich gleich mit. Er nützte meine Fähigkeiten rücksichtslos aus, zum Vorteil seiner und zum entschiedenen Nachteil meiner eigenen Karriere. Ich hätte damals schon genau wie er Inspektor sein können, wenn er nicht dauernd meine Versetzung und Beförderung hintertrieben hätte. Na, kurz und klein, ich mochte ihn nicht. Aber ich ließ mir natürlich nichts anmerken. Ja, ganz begreiflich. Entschuldigen Sie, dass ich etwas zu sehr ins Persönliche geraten bin. Nein, gerade das Persönliche bringt ja die Farbe hinein. Genau. Dabei war der Inspektor in seiner Arbeit durchaus tüchtig. Wenn auch auf eine unmoderne, fantasielose, aber dafür forsche Art. Mhm. Wir drei... Was? Fuhren also los. Drei? Ja, richtig. Der junge Roberts war uns noch zugeteilt. Er führte die Routineermittlungen durch. Wir fuhren also los zum Stadthaus seiner Lordschaft in die Brook Street. Wir fanden den Butler auf dem Boden ausgestreckt im Anrichteraum. Neben ihm ein zerbrochenes Weinglas mit einem Bodensatz Flüssigkeit. Und auf der Anrichte eine angebrochene Flasche Tokaja. Der spätere ärztliche Befund machte die Sache zweifelsfrei. Todesursache, Blausäurevergiftung. Und sowohl der Wein in der Flasche als auch im Glas war mit Blausäure versetzt. Und zwar mit einer solchen Portion, dass ein mittlerer Schluck genügt, um einen Menschen sofort und für immer umzuschmeißen. Ja. Tossmann fing also bei dem anwesenden Lord Headingham mit der Fragerei an. Auf die Technik bildete er sich besonders viel ein. Milord, wer ist außer Ihnen und der Haushälterin, die uns eben die Tür aufgemacht hat, noch im Haus? Niemand. Meine Frau ist seit mittags unterwegs und macht Einkäufe. Ich verstehe nicht, warum sie noch nicht zurück ist. Und mein Sohn und meine Tochter werden, denke ich, wenigstens heute pünktlich zum Abendessen da sein. Diese Flasche Wein, nach dem Etikett ist es Tokaja, stammt sie aus Ihrem Keller? Aber nein, Perkins, so hieß der Butler, brachte sie vorhin herein und sagte, sie sei soeben abgegeben worden. Wann war das? So gegen 6 Uhr. Und von wem abgegeben? Es lag eine Karte von Sir William Kelso bei. Kann ich sie sehen? Hier, bitte. Eine Visitenkarte. Alles Gute für dich, Tommy, und hier etwas zum Feiern. War Ihnen nicht auffällig, dass das mit Schreibmaschine geschrieben ist? Jetzt, wo Sie es sagen. Und wer ist Sir William Kelso? Mein ältester und eigentlich einziger Freund. Welchen Grund hatte er? Hier steht, etwas zum Feiern. Heute ist mein Geburtstag. Aus diesem Anlass findet jedes Jahr eine kleine Familienfeier statt. 7, 8 Personen. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum meine Frau noch nicht... Wusste Sir Kelso von dieser Gesellschaft? Aber natürlich, er nimmt immer daran teil. Er gehört ja zur Familie. Er ist nicht nur mein Freund, sondern auch mein Schwager. Und sein Verhältnis zu den übrigen Familienmitgliedern? Er liebt seine Schwester. Er vergöttert sie geradezu. Und meine Kinder haben den besten Onkel an ihm. Er ist Junggeselle. Sie glauben doch nicht etwa, dass er... Nein, das wäre absurd. Das scheidet wohl aus. Das allerletzte, was ein Mörder täte, wäre wohl einer vergifteten Flasche Wein seine Visitenkarte beizulegen. Gerade als Tossmann diesen überaus gescheiten Satz vom Stapel ließ, kam Lady Headingham nach Haus. Ja. Als sie hörte, was passiert war, brachte sie vor lauter Aufregung kein Wort heraus und wäre umgesungen, wenn Mrs. Travers, die Haushälterin, sie nicht gestützt und schnell in ihr Schlafzimmer gebracht hätte. Ja. Dann ging Tossmanns Fragespiel weiter. Kommen wir noch einmal auf den Anfang zurück. Darf ich mich zunächst für die Unterbrechung entschuldigen, die Lady Headingham verursacht hat? Aber Sie werden selbst bemerkt haben, von welch zarter Konstitution sie ist. Sie ist einem solchen Ereignis in keiner Weise gewachsen. Nur zu verständlich, Milord. Schildern Sie mir bitte jetzt einmal genau die Situation. Ihr Butler brachte die Flasche und die Visitenkarte zu Ihnen heraus. Und dann? Ich nahm die Karte und murmelte so etwas wie guter alter Bill. Dann nahm ich die Flasche in die Hand und versuchte einen Scherz. Ein Tokaja von ehrfurchtgebietendem Alter, Perkins. Wir werden heute Abend in aller Ehrfurcht dafür sorgen, dass er nicht noch älter wird. Er sagte, so hölzern wie immer, sehr wohl, Milord, und trug die Flasche hinaus. Und? Nichts. Etwa eine halbe Stunde später fand Mrs. Travers ihn.
Er muss also draußen sofort von dem Wein, den Sie so gelobt hatten, getrunken haben. Vermutlich. Der Wein wird in einer Kristallkaraffe serviert. Und beim Umfüllen wird er der Versuchung nicht haben widerstehen können. Pflegt er immer die Weine vorher zu, na sagen wir, zu probieren? Das entzieht sich meiner genauen Kenntnis. Damit war Tosmet mit seinem Latein am Ende. Und das Ergebnis war ziemlich mager. Ich würde sagen, gleich null. Null ist richtig. Ja, null. Aber man darf über Vorgesetzte nicht so hart urteilen. Ja. Der junge Roberts und ich führten alle Routineermittlungen durch. Um die Herkunft des Gifts festzustellen, klapperten wir alle Apotheken ab. Na, Sie wissen ja, Sie lassen die Detektive in Ihren Geschichten ja das Gleiche machen. Ja, und ich hätte meine Detektive auch nach der Herkunft des Weins forschen lassen. Ja, ja, mussten wir auch. Vom kleinsten Weinhändler bis zum Importeur. Alles ohne Ergebnis. Ja. Wohin zielten denn Ihre Überlegungen hinsichtlich des Motivs? Bei uns ist das Motiv natürlich genauso wichtig wie bei euch Romanschreibern. Aber der Mörder musste ein Motiv haben, entweder für die Ermordung Lord Headinghams oder... Richtig, oder irgendeines Teilnehmers an der Geburtstagsgesellschaft. Oder sogar der ganzen Gesellschaft. Die ganze Gesellschaft Opfer eines Mordanschlags, das ist höchst unwahrscheinlich. Ja, und doch muss man es logischerweise in Betracht ziehen, wenn man die Überlegungen, die der Mörder angestellt haben muss, analysiert. Der Mörder nahm an, und deshalb wählte er vielleicht Dockeyer, dass mit seinem Wein als Aperitif sozusagen der Hausherr die Gesellschaft mit einem kleinen Schluck begrüßt hätte, der natürlich nicht tödlich gewesen wäre. Ja, aber der Bittermandelgeschmack des Gifts. Ich würde sagen, dass er bei einem kleinen Schluck von dem aromatischen Tokaier überdeckt war. Vielleicht. Ja. Auf diesen kleinen Schluck hätte die Gesellschaft ihm Bescheid getan und ihre Gläser auf sein Wohl, langes Leben und so weiter geleert. Und das Geburtstagskind hätte das Gleiche getan. Ja, damit wären praktisch alle Anwesenden dem Anschlag zum Opfer gefallen. Eben. Aber ich gebe zu, wahrscheinlich hätte der Lord gleich zu Anfang einen größeren Schluck genommen und wäre als Einziger gestorben. Und das hatte der Täter höchstwahrscheinlich auch im Sinn gehabt. Denn für mich war das Motiv einwandfrei Rache und nicht etwa Gewinnsucht, wie Inspektor Tosman behauptete. Bisher, Mortimer, haben Sie nichts Stichhaltiges gegen meine Vermutung vorbringen können. Ich glaube, allein die Tatsache, dass es in eine Massenvergiftung hätte ausarten können, also das Ungezielte daran, spricht gegen einen Mord aus Gewinnsucht. Materiellen Nutzen hat man nur vom Tod einer bestimmten Person. Ein Mörder könnte aber auch auf die Idee kommen, eine ganze Gesellschaft aus Tarnungsgründen mitgehen zu lassen. Aber lassen wir zunächst einmal das Motiv beiseite. Wo ist der Mörder zu suchen? Für mich steht fest, im Verwandten- oder Freundeskreis der Headinghams und Kelsos. Ich sehe dafür keinerlei Beweise. Und die Visitenkarte? Der Mörder muss in der Lage gewesen sein, sich eine von Sir William Kelsos Visitenkarten zu beschaffen. Ich habe noch nicht erlebt, dass sich Freunde und Verwandte Visitenkarten überreichen. Und bei großen Gesellschaften? Da sind ja eben die Freunde oder Verwandten nicht mehr unter sich. Und da werden die Visitenkarten beim Eintritt in die Halle in eine große Schale geworfen und die bleibt bis zum Ende des Fests am selben Fleck und ist jedem Zugriff offen. Aber als entscheidend kommt hinzu, der Mörder wusste, dass John Richard Mervyn Carlo, 10. Marquess of Headingham, von seinen intimen Freunden Tommy genannt wird. Das ist für mich nicht entscheidend. Denn das kann in den Gesellschafts- und Klatschspalten der Zeitungen gestanden haben. Und deren Leserkreis ist größer als der von Sport- und Polizeiberichten. Das hört sich ganz klug an, ist aber nur jugendlich überspitzt. Wenn Sie erlauben, Herr Inspektor, möchte ich einen... wie ich glaube, entscheidenden Einwand gegen Ihre These vorbringen. Na, dann schießen Sie los. Aus Ihrem Bericht eben ging doch deutlich hervor, dass Lord Headingham und Sir Kelso an ihren Geburtstagen stets miteinander essen und dass jedem ihrer persönlichen Freunde diese Tatsache bekannt ist. Das haben mir beide unabhängig voneinander bestätigt. Der Mörder hat aber bestimmt nichts von Sir Kelsos Anwesenheit bei der Geburtstagsgesellschaft gewusst. Wieso? Es ist doch klar, dass Sir Kelso als Spender des Weins angesprochen worden wäre. Entweder bei seinem Eintreffen, spätestens aber beim Servieren des Tokaiers. Sir Kelso hätte erklärt, dass er nichts davon wisse und die Flasche wäre mit Misstrauen betrachtet und nicht getrunken worden. Das halte ich auch für wahrscheinlich. Um abzurunden, nichts Einwandfreies ist ferner festzustellen über die Art und die Herkunft des Weins und Herkunft des Gifts. Danach stellt sich uns also das Bild des Mörders folgendermaßen dar. Erstens, er glaubt, Grund zur Rache an Lord Headingham zu haben. Zweitens,
Er ist feige und hinterhältig, denn er greift zum Gift. Drittens, er ist bedenkenlos genug, seiner Rache auch weitere Menschen zu opfern. Viertens, er weiß, dass Sir William Kelso ein Freund Lord Hellinghams ist und ihn Tommy nennt. Fünftens... Und es durchaus im Bereich des Möglichen liegt, dass er seinem Freund eine Flasche alten Wein schenkt. Gut, das gehört noch zu viertens. Fünftens, er weiß nicht, dass Sir Kelso am Abend Gast ist. Mindestens bis 6 Uhr Abend nicht. Weshalb alle zum Haushalt Lord Hellinghams gehörenden Personen ausscheiden. Richtig. Und sechstens muss er Gelegenheit gehabt haben, sich eine von Sir Kelsos Visitenkarten zu beschaffen. Sie haben alle Beteiligten vernommen. Der Mörder war bestimmt nicht dabei, wenn Sie das meinen, Sergeant. Aber es gibt da eine gewisse Spur, auf die ich jetzt gerade erst gestoßen bin. Das Bild des Mörders, das ich gerade entworfen habe... Das Sie entworfen... Wen meinen Sie, Sir? Ich habe Lord Hellingham über sein Personal befragt. Natürlich auch über sein früheres. Und dabei stellte sich heraus, der ermordete Perkins hat einen Vorgänger gehabt, einen gewissen Tobias Merton, der vor einem halben Jahr das Haus verlassen musste, und zwar mit einem ziemlich kühlen Zeugnis, weil er sich einige Unregelmäßigkeiten hatte zu Schulden kommen lassen. Das ist genau der Mann, den wir brauchen. Roberts und ich wurden losgehetzt hinter diesem Tobias Merton her. Nach 14 Tagen hatten wir ihn schließlich. Und was hatte er? Ein einwandfreies Alibi. Ja, und? Oh, ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Was Ihr Detektivgeschichtenschreiber ja immer sagt. Ein einwandfreies Alibi ist das schlechteste Alibi. Ja, Ihr Schreiber bohrt und feilt an einem Alibi herum, bis es ein Loch hat, so groß, dass die Tatzeit bequem Platz darin hat. Aber in unserem Fall gab's nichts zu bohren. Freund Merton saß im Gefängnis als Untersuchungshäftling. Und zwar seit mehr als 2 Monaten. Und dazu noch unter falschem Namen. Deshalb hat die Sache so lange gedauert. Und welches Verbrechen wurde ihm zur Last gelegt? Mit dieser Frage enttäuschen Sie mich aber schwer. Bei Ihrer Romanfantasie? Und außerdem habe ich es ja schon so gut wie erzählt. Nein, wirklich? Eines Mordes wurde er beschuldigt. Und wohlgemerkt, eines Giftmordes. Was für ein unglaublicher Zufall. Genau. Wirklich, was für ein unglaublicher Zufall. Sie können sich vorstellen, was für ein Schock das für uns war. Aber Dorsman ließ sich nicht erschüttern. Das ist nicht Ihr Ernst, Mortimer. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Dieser Merton soll nicht unser Mann sein? Leider, Inspektor. Hören Sie mir gut zu, Sergeant. Da ist eine bestimmte scheußliche Art von Mord begangen worden. Giftmord. Auf der Suche nach dem Täter kommen wir durch Schlussfolgerungen auf eine bestimmte Person, ohne zu wissen, ob diese Person eines solch scheußlichen Verbrechens fähig ist. Können Sie mir folgen, Sergeant? Sehr gut, Sir. Wir finden diese Person und es stellt sich heraus, dass sie durchaus fähig ist, ja inzwischen darin schon eine gewisse Übung hat. Können Sie mir noch immer folgen, Sergeant? Ja, aber leider nur bis hierher, Inspektor. Denn im gleichen Augenblick, da es sich erwiesen hat, dass er eines solchen Verbrechens fähig ist, hat sich leider auch erwiesen, dass er unser Verbrechen nicht begangen haben kann. Aber seien Sie doch nicht so starrsinnig! So einen Zufall kann es doch gar nicht geben! Inspektor, ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Nur los. Lassen Sie uns 1 oder 2 Tage frei nehmen. Dann kann jeder von uns in Ruhe darüber nachdenken. Wenn wir zurückkommen, tauschen wir unsere hoffentlich frischen Ideen aus und fangen von vorn an. Aber lieber Sergeant, Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich zugebe, Unrecht zu haben. Gerade jetzt, wo ich mich bestätigt finde. Merton ist unser Mann. Er kann's nicht sein. Er hat den Tokhaya präpariert und jemand anders hat die Flasche für ihn abgeliefert. Das ist alles. Merton sitzt immerhin seit über 2 Monaten. Der Bote hatte natürlich den Auftrag, bis zu Lord Hellinghams Geburtstag zu warten. War das nicht alles ziemlich riskant für Merton? Ja, vielleicht war es seine Frau. Das kriegen wir schon noch raus. Irgendwer war es jedenfalls. Ja, irgendwer brachte die Flasche. Hübsch etikettiert, Gift nur an Geburtstagen zu genießen. Machen Sie sich gefälligst nicht mehr zum Narren, als unbedingt notwendig ist. Und ich gebe Ihnen einen guten Rat. Seien Sie nicht so unverschämt, oder Sie werden sehen. Entschuldigung, Inspektor, das war nicht so gemeint. Oh, schon gut. Sie haben ihm auch zu hart gearbeitet. Sie wollten noch ausspannen. Nehmen Sie sich also den heutigen Tag frei.
Danke, Sir. Fahren Sie mit dem Bus aufs Land und überlegen Sie sich eine gute Geschichte für mich, wie die Flasche von Mertens Wohnung in Headinghams Haus gekommen ist, wer sie gebracht hat und warum. Ich glaube... Ich gebe zu, ich erkenne die Zusammenhänge im Augenblick noch nicht. Aber es ist nur noch der Weg dieser Flasche. Sie können Ihr Leben verwetten. Lieber nicht. Also fahren Sie ins Grüne. Ich fahre auch nach Leatherhead. Die Grafschaftspolizei von Surrey hat einen Mordspezialisten vom Yard angefordert. Freitagmorgen berichten Sie mir dann, was Sie sich ausgedacht haben. Und wir sehen, was wir draus machen können. Zufällig ist dann mein Geburtstag. Freitag und Geburtstag. Das muss ja Glück bringen. Schon zum dritten Mal in den letzten 8 Tagen hatte dieser Mordspezialist mich an seinen Geburtstag erinnert. Er hatte Angst, ich könnte sein Geschenk vergessen. Und haben Sie es vergessen? Ich fuhr also mit dem Bus zur Hempstedter Heide und drehte Runde um den Hammelkollenteich. Der ist wirklich so. Ja, ich weiß. Und nach jeder neuen Runde kam Herr Tossmanns Theorie noch alberner vor als vorher. Gleichzeitig fühlte ich immer deutlicher, dass wir bei der Beurteilung des Falles in eine falsche Richtung förmlich hineingezwungen worden waren. Gezwungen? Durch was? Nicht durch was, durch wen. Also bitte, durch wen? Durch den Mörder natürlich. Diese ganze verkünstelte Auslegung der Fakten war von ihm kunstvoll beabsichtigt. Und bei dem Laufen um den Teich glaubte ich schließlich, den Mörder körperlich hinter mir zu spüren. Wie er uns den Weg entlang trieb, den wir seinen Absichten entsprechend gehen sollten. Aha. Ja, und wie lernten Sie seine Absichten kennen? Ich setzte mich auf eine Bank und sprach laut mit mir selber, was sonst durchaus nicht meine Art ist. Ja. Frederick Mortimer, der Mörder ist ein Mann, der dich all das, was du geglaubt hast, hat glauben machen wollen. Wenn du dir gesagt hast, der Mörder wollte das und das tun, dann wollte er dich das bloß glauben machen und tat in Wirklichkeit durchaus nicht das und das. Du hast dir gesagt, hier will der Mörder dich in die Irre führen. Da wollte er dich dies wieder bloß glauben machen. Mit einem Wort, die Wahrheit ist genau das Gegenteil von dem, was sie zu sein scheint. Aha. Mortimer, du musst also nochmal von vorn anfangen und die Dinge nehmen, wie sie sind. Und dabei nicht wieder überklug sein wollen. Denn der Mörder erwartet von dir, überklug sein zu wollen. Aber von jetzt ab wirst du keine Befehle mehr von ihm entgegennehmen. Ja, und die Früchte dieser Befehlsverweigerung? Die neue und doch so einfache Erkenntnis, dass der Mörder beabsichtigt hatte, den Butler zu vergiften. Aha. Plötzlich schien mir unglaublich, dass wir diese Möglichkeit bisher überhaupt nicht in Betracht gezogen hatten. Schließlich probiert doch jeder Butler von den Weinen seiner Herrschaft. Für den Mörder stand also fest, dass Perkins das erste Opfer dieses so wundervoll duftenden Weines sein würde. Aha, dagegen lässt sich aber einiges einwenden. Zum Beispiel... Perkins konnte der Ausnahme-Butler sein, der niemals an die Weine seiner Herrschaft ging. Oder aber er hatte sich ein Glas voll weggestellt, um es später in Ruhe zu genießen. Für den Mörder von Perkins wäre das ein ziemlich großes Risiko gewesen, wenn er den Lord und seine Familie nicht auch vergiften wollte. Diese Einwände haben mich natürlich auch beschäftigt, aber nicht so lange. Ich sah plötzlich die Lösung. Die vollständige Lösung. Tatsächlich? Es war völlig ohne Risiko, wenn der Mörder erstens eine genaue Kenntnis von den Gewohnheiten des Butlers hatte und wenn er zweitens, falls etwas nicht Einkalkuliertes passierte, die Familie im letzten Augenblick vom Trinken des vergifteten Weins abhalten konnte. Mit anderen Worten, wenn er einen Freund der Familie, außerdem bei der Gesellschaft persönlich anwesend, und dadurch in der Lage war, vor dem Wein zu warnen. Und sich selbst doch nicht verdächtig zu machen. Sie meinen Sir William Kelso? Jawohl, mein kluges Schreiberlein. Denn Sir William war der einzige Mann auf der Welt, der mit gutem Recht sagen konnte, liebe Freunde, ich soll diesen Wein geschickt haben. Das stimmt nicht. Da ist sicher irgendwas faul, darum trinkt nicht. Ja, wirklich, der einzige Mann.
Und warum hatten Sie nicht gleich von Anfang an Verdacht gegen ihn geschöpft? Na, einer der Gründe war natürlich, dass wir ein Mitglied der Hellingham-Familie für das eigentliche Opfer des Anschlags gehalten hatten. Und dass nirgends auch nur der geringste Zweifel aufgetaucht war an der herzlichen Freundschaft zwischen Sir Kelso und der Familie des Lords. Ja, hätte man nicht eigentlich aber vielleicht... Aber der Hauptgrund war natürlich die Überzeugung, die wir bis dahin alle geteilt hatten und die unser unfehlbarer Vorgesetzter Inspektor Tosman in die Worte gekleidet hatte, das allerletzte, was ein Mörder täte, wäre, einer vergifteten Flasche Wein seine Visitenkarte beizufügen. Das allerletzte... Das Erste, das ein wirklich gescheiter Mörder tun würde. Aber das Motiv. Was in aller Welt konnte einen Sir William Kelso veranlassen, einen Butler zu töten? Na, das herauszukriegen war meine nächste Sorge. Nicht um Tosman zu überzeugen, da hatte ich keinerlei Hoffnung, sondern um den Fall für mich abzurunden. Noch am gleichen Nachmittag nahm ich meinen Tee mit Mrs. Travers, der Haushälterin bei Lord Hellingham. Bei meinen vorangegangenen dienstlichen Besuchen hatten wir uns ein bisschen mehr als freundschaftliche Blicke zugeworfen, wie ich überhaupt damals bei den Frauen einen Stein im Brett hatte. Ich kann mir vorstellen, dass das heute noch der Fall ist. Ja, jedenfalls, es wurde eine ganz vorzügliche Plauderstunde. Und ich kam natürlich auch auf meinen Fall zu sprechen. Das alles hat mich Ihr Inspektor doch auch schon gefragt. Jedenfalls war Perkins rundherum unbeliebt. Nicht nur bei uns, sondern auch oben bei der Herrschaft. Und warum hat man ihm nicht gekündigt? Ich weiß es nicht. Es war fast wie ein Wunder, dass Sie es mit ihm aushielten. Wunder? Ist das nicht ein etwas starker Ausdruck? Ja, vielleicht. Aber es war wirklich kaum zu glauben. Kann es vielleicht besondere Gründe gehabt haben? Nein, ich glaube nicht. Es lag sicher zuerst nur daran... Woran? Kurz nachdem Perkins eingestellt worden war, hatte sich Lady Hellingham völlig verändert. Inwiefern verändert? Richtig verjüngt. Wenn Sie verstehen, was ich meine, Sergeant Mortimer. Beinahe wie ein junges Mädchen. Fröhlich. Ja, sie trällerte sogar manchmal vor sich hin. Etwa wegen Perkins? Aber wo denken Sie hin, Sergeant? Ich meine, im Gegenteil, Lady Hellingham hatte in der Zeit, wo sie selbst glücklich gewesen ist, das Ekel Perkins gar nicht so richtig mitgekriegt. Inwiefern gewesen? Ja, denken Sie, vor 3 Wochen etwa schlug plötzlich alles bei ihr ins Gegenteil um. Und warum? Ich kann's nicht sagen. Jedenfalls war sie noch verschlossener und scheuer als vorher. Sie wollte sogar nicht mehr von einem Mann, also nicht mehr von Perkins bedient werden. Aber entlassen hat sie ihn auch nicht. Ich hatte, was ich brauchte und verabschiedete mich bald, aber intensiv von der reizenden Mrs. Travers. Erpressung natürlich. Natürlich. Perkins war irgendeiner diskreten Geschichte auf die Spur gekommen. Und Kelso verehrte seine Schwester sehr. Aber was nützen meine neuen Feststellungen? Lauter Indizienbeweise. Wenn Sir Kelso auch nur eine wirkliche Spur irgendwo hinterlassen hätte, dann, aber auch nur dann, wäre meine neue Geschichte ausreichend gewesen, um mein geschworenen Gremium zu überzeugen. Ich fürchte, Sie haben recht. Ja, wie die Dinge lagen, hat er in den Augen der Geschworenen nicht nur nichts Verdächtiges getan. Es gab für sie obendrein noch einen unübersehbaren Hinweis auf seine Unschuld, nämlich seine Visitenkarte. Aber Inspektor Tosman... Der hätte mich mit meiner neuen Geschichte glatt ausgelacht. Und die Vorstellung, von Tosman ausgelacht zu werden, missfiel mir aber ganz ausgesprochen. Ich dachte deshalb scharf nach, wie ich es dahin bringen könnte, dass zu guter Letzt Tosman ausgelacht würde. Ganz in diesen Gedanken vertieft, geriet ich in den Regent's Park und in die Nähe von Hanover Terrace. Und da streckte mich der junge Roberts aus meinen Gedanken auf. Hallo, Sergeant. Hab eben meinen alten Freund Sir William Kelso besucht. Genauer gesagt, sein Hauspersonal. Darunter auch seinen Kammerdiener. Und Tosman hat sich nämlich gedacht, vielleicht hat Kelsos Kammerdiener, sozusagen von Kammerdiener zu Kammerdiener, mit einem gewissen anderen Kammerdiener namens Merton gesprochen. Aber er hat nicht. Ist Inspektor Tosman denn schon zurück? Sergeant Mortimer, melde gehorsamst nein. Inspektor Tosman wird erst in den späten Abendstunden aus Leatherhead zurückerwartet.
Ich wusste gar nicht, dass der Kelso hier in der Gegend wohnt. Sehen Sie da drüben das glatte, kühle Haus, Sergeant? Vor 5 Minuten hätten Sie mich gar nicht kühl da im Sitzraum finden können. Zusammen mit einem niedlichen Hausmädchen, das der Meinung war, Merton sei ein Ort in Surrey, was allerdings ebenfalls stimmt. Sagen Sie, Roberts, trauen Sie sich nochmal dahin zurück? Oder haben Sie sich etwa aufdringlich benommen? Dazu im Dienst. Sergeant, als ich ging, hat er mich gefragt, müssen Sie denn schon gehen? Spricht man so zu Aufdringlichen? Ich beabsichtige nämlich, Sir Kelso einen Besuch abzustatten und möchte Sie gern zur Hand haben. Sie dürfen sich also nicht weiter als bis zum Souterrain entfernen. Weiter geht meine Sehnsucht auch nicht. Wissen Sie, wir sagen im Jahr, einmal ein Mörder, immer ein Mörder. Und deshalb wollte ich den jungen Roberts den Ruf weiter haben. Denn ich wollte Sir Kelso meinen Verdacht, nein, meine Gewissheit, mitten ins Gesicht sagen. Das war sicher gefährlich. Aber dass Sie sich davon irgendeinen Erfolg versprochen haben, das... Doch. Ich hatte Sir Kelso zwar nur einmal kurz kennengelernt, aber mein Eindruck von ihm war, ein Mann, der imstande sein konnte, einen Menschen umzubringen, der es aber für unter seiner Würde hielt, zu lügen. Ich nahm an, dass ich auf meine direkten Fragen eine direkte Antwort bekäme. Wusste aber nicht, ob ich sie heil würde nach Hause bringen können. Ein wirklich niedliches Dienstmädchen öffnete uns. Ich kramte in meiner Brieftasche nach einer Visitenkarte, fand aber nur noch eine mit nicht unerheblichen Tintenflecken. Roberts, der meinen Anfall von guter Lebensart und die Tintenflecke bemerkt hatte, frotzelte mich deshalb und sagte so etwas wie, ich pflege für solche Zwecke Löschpapier zu benutzen. Dann wurde ich bei Sir Kelso vorgelassen. Nun, Sergeant, was kann ich für Sie tun? Wollen Sie sich nicht setzen? Ich glaube, ich bleibe lieber stehen, Sir William. Oh, bitte. Ich möchte Ihnen nur eine Frage stellen, falls Sie gestatten. Fragen Sie nur. Wann und wie haben Sie entdeckt, dass Perkins Lady Headingham erpresst hat? Ist das die einzige Frage? Nein, Sir, da wäre noch eine. Haben Sie eine Schreibmaschine im Haus? Und zwar ein bestimmtes Fabrikat? Ich denke, wir setzen uns lieber hin. Es gibt in diesem Haus eine Schreibmaschine. Ich vermute, Sie benutzen auch eine. Aber natürlich. Vielleicht benutzen wir sogar das gleiche Fabrikat. Und genauso tun es tausende andere Leute. Vielleicht einschließlich des Mörders, nach dem Sie suchen. Ganz sicher. 1000 Leute. Einschließlich des Mörders. Sehr geschickt, Ihre Formulierung. Danke, Sir. Ihre auch. Wieso auch? Welche Formulierung? Die Formulierung der auf die Visitenkarte getippten Zeilen. Sie war mir gleich aufgefallen. Oh, war darin irgendetwas Bemerkenswertes? Nichts. Nur, dass sie genau richtig war. Ach, lieber Freund, das hätte jeder richtig formulieren können. Ein einfacher Geburtstagsgruß. Ja, sicher. Jemand aus Ihrer Gesellschaftsschicht, Sir William, der Sie beide kennt. Aber niemand sonst. Oh, ich glaube, da überschätzen Sie das Gesellschaftliche etwas, Sergeant. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen, Sir William, wenn Sie es gestatten. Oh, bitte. Morgen ist Inspektor Tosmans Geburtstag. Sie kennen Inspektor Tosman ja. Natürlich, ausgiebig. Er hat mich in den letzten Tagen mindestens 3-mal daran erinnert, damit ich nur ja nicht vergesse, ihm die obligate Flasche Whisky zu schicken. Natürlich muss ich auch einen Geburtstagsgruß beilegen. Nun könnte der junge Roberts, ein Detektivkonstabler und unser Assistent bei diesem Fall, er wartet übrigens unten im Souterrain auf mich, also der junge Roberts könnte ziemlich genau vorhersagen, was ich auf die Begleitkarte schreiben werde. Und ich glaube, fast jeder im Yard könnte das, der den Inspektor und mich kennt. Aber Sie, Sir William, Sie könnten es nicht. Sie würden wahrscheinlich schreiben, ein langes Leben und viel Glück, in aufrichtiger Bewunderung und mit allen guten Wünschen von... Wie wäre das? Alle Achtung. Sie sind ein ziemlicher Menschenkenner. Aber es ist wirklich nicht schwer. Ja, wenn man Ihre Gabe hat. Und die Tatsache, dass meine Visitenkarte benutzt wurde, ist doch in sich selbst ein überzeugender Beweis für meine Unschuld. Meinen Sie nicht auch? Nein, für mich nicht. Für ein Geschworenengremium vielleicht. Für mich nicht. Ich wünschte, ich könnte Sie überzeugen. Nun, was werden Sie also in dieser Sache tun? Natürlich morgen Inspektor Tosman meine Rekonstruktion des Falles vortragen. Ah, welch nette Geburtstagsüberraschung für ihn. Und da Sie Ihren Tosman kennen, was glauben Sie, wird er tun? Sie haben eben eine Probe gegeben, dass Sie ihn auch kennen. In aufrichtiger Bewunderung. Ja, ich kenne Ihren Tosman. Und ich möchte behaupten, ebenso mich. Aber nein.
Doch. Aber auch einfache Leute wie ich haben eine gewisse Menschenkenntnis. Ich glaube, ich kenne Sie, Sir William. Tatsächlich? Und zwar in einem entscheidenden Punkt. Sie machen mich neugierig. Ich habe ein merkwürdig sicheres Gefühl, dass, wenn wir Sie je in den Zeugenstand bekommen und Sie schwören müssen, dass Sie dann einen Meineid schwieriger finden würden als einen Mord. Oder das, was das Gesetz Mord nennt. Aber Sie nicht? Ich denke, dass es Leute gibt, die von Rechts wegen umgemacht werden sollten. Aber ich bin schließlich Polizeibeamter und leider sind meine Gedanken keine Entlastungszeugen. Sie haben Perkins getötet, nicht wahr, Sir William? Und falls Sie etwas für Ihr Protokoll brauchen, in einem Anfall geistiger Verwirrung. Ich könnte mehrere Gutachter beibringen, die das sachverständig untermauern und bezeugen. Er war ein guter Mann, weiß Gott. Ein Mann mit Haltung. Und es hat mich traurig gemacht, als sie ihn am nächsten Tag fanden. Selbstmord. Tja, was hätte er auch sonst tun können? Er wusste, dass ich ihn kriegen würde. Tja, und das war die Geschichte von der vergifteten Flasche Wein, die Lord Hellingham zum Geburtstag geschickt hat. Aber das ist doch keine Art, eine Geschichte enden zu lassen. So einfach, nein, wie abgehackt. Mein lieber Detektivgeschichten schreibender Freund, das war noch nicht das Ende der ganzen Geschichte. Vielleicht stehen Ihnen noch die Haare zu Berge. Ach so. Ach, dann war alles, was Sie mir bisher erzählt haben, vielleicht nur so eine Art Einleitung. Genau. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Da passen Sie gut auf. An genau besagtem Freitagvormittag, ich hatte von Sir William selbst mal noch nichts erfahren, an genau besagtem Freitagvormittag ging ich zum Yard und ins Inspektorenzimmer, um Tosman sozusagen Bericht zu erstatten. Ja. Er war nicht da. Niemand wusste, wo er steckte. Wir riefen das Apartment an, in dem er wohnte. Und jetzt, mein Lieber, halten Sie sich am Stuhl, an der Tischkante oder sonst wo fest. Als der Portier sich schließlich Eingang in Tosmans Wohnung verschaffte, fand er Tosman tot im Wohnzimmer auf dem Fußboden liegen. Vergiftet. Das ist wirklich überraschend. Genau. Genau das kann man wohl sagen. Da lag er, unser Tosman. Und auf dem Tisch stand eine angebrochene Flasche Whisky. Und neben der Flasche Whisky lag eine Visitenkarte. Und wessen Visitenkarte, denken Sie, war es? Doch nicht Ihre. Jawohl, meine. Und was glauben Sie, stand drauf? Ein langes Leben und viel Glück in aufrichtiger Bewunderung und mit allen guten Wünschen von mir. Eine Katastrophe? Natürlich, ja. Ein Glück nur für mich, dass ich den jungen Roberts mitgenommen hatte zu Sir William. Ein Glück für mich, dass er so eine Beobachtungsgenie war. Ein Glück für mich, dass Roberts die Tintenflecke auf meiner Visitenkarte beschwören konnte. Ihre Anzahl und sogar ihre Form. Und das sollte ich wohl hinzufügen. Ein Glück für mich, dass Sie mir geglaubt haben, als ich meine Unterredung mit Sir William wiedergab. Wort für Wort. So wie ich es Ihnen eben erzählt habe. Sie hatten doch sicher allerhand Unannehmlichkeiten. Natürlich bekam ich einen Verweis wegen Überschreitung meiner Befugnisse. Doch das war das einzig Offizielle. Zunächst, inoffiziell war der Jahr sehr angetan von mir. Zwar konnten wir nach keiner Richtung was beweisen und Sir William Selfmann blieb deshalb ungeklärt. Offiziell ungeklärt, meine ich. Einen Monat später wurde ich zum Inspektor befördert und bekam die Stelle von Tosman. Das war offiziell. Die Theorie war, nehme ich an, dass Sir William den vergifteten Whisky geschickt hatte, nicht eigentlich um Tosman zu beseitigen, denn von ihm hatte er ja gar nichts zu befürchten. Er wollte vielmehr Sie durch den Mordverdacht, dass Sie ihn gefährlich waren, belasten. Er wollte damit gleichzeitig Ihre Theorie über den anderen Mord erschüttern. Genau. Und dann im letzten Moment hat er vielleicht erkannt, dass er damit doch nicht durchkommen würde. Oder die Last seiner zwei Verbrechen wurde plötzlich zu schwer für ihn, ja, oder... irgendetwas da muss es wohl gewesen sein. Genau wissen konnte das natürlich niemand. Oder... nein. Ja. Erinnern Sie sich,
was er zu Ihnen gesagt hatte? Was meinen Sie? Die Tatsache, dass meine eigene Visitenkarte benutzt wurde, ist doch in sich selbst ein überzeugender Beweis für meine Unschuld. Und Sie haben darauf gesagt, nicht für mich. Darauf her, ich wünschte, ich könnte Sie überzeugen. Also hat er es dann auch gemacht. Was gemacht? Sie überzeugt, meine ich. Die Tatsache, dass Ihre Visitenkarte benutzt wurde, war in sich selbst ein überzeugender Beweis für Ihre Unschuld. Genau. Zusammen natürlich mit den anderen Umständen, schwerwiegenden Umständen, nämlich dem Beweis, dass er im Besitz dieser meiner speziellen Visitenkarte gewesen war und der Gewissheit, dass er den anderen Mord begangen hatte. Einmal ein Mörder, immer ein Mörder. Sehr wahr. Ja, wirklich. Also vielen Dank. Vielen, vielen Dank für Ihre Geschichte. Aber trotzdem, wissen Sie, trotzdem beweist sie eigentlich nicht, was sie beweisen sollte. Was war das nochmal? Dass die einfache Erklärung für einen Mordfall häufig die richtige ist. Im Fall Perkins ja, aber nicht im Fall Tosman. Tut mir leid, aber jetzt kann ich mal nicht folgen. Mein lieber Freund, der Wein, der Wein. Ja, die einfache Erklärung von Tosmans Tod wäre doch logischerweise gewesen, dass Sie ihm den vergifteten Whisky geschickt hätten. Aber das habe ich ja. Jetzt wissen Sie, in welch schrecklicher Lage ich bin. Ich hatte Tosman nie gemocht. Und er stand mir im Weg. Aber ich hatte nie den Gedanken gefasst, ihn aus dem Weg zu räumen. Bis ich meine tintenbefleckte Visitenkarte wieder in der Hand hatte. Sir William hatte sie achtlos auf den Schreibtisch geworfen. Und sie war über die Platte gerutscht und auf den Boden gefallen. Und als Sir William ans Fenster trat, hob ich sie heimlich auf. Und da, als ich sie in die Tasche stecken wollte und dabei die Tintenflecke sah, da erinnerte ich mich ganz zufällig, dass Robert sie auch gesehen hatte. Und da war plötzlich der Plan da. Unfehlbar, narrensicher, einfach. Und von dem Augenblick an diente alles, was ich zu Sir William sagte, der Vorbereitung dieses Plans. Wir waren allein im Zimmer, aber man ist nie sicher, ob nicht doch jemand lauscht. Und außerdem, ich habe mit Sir William eine gewisse Verwandtschaft. Ich sage lieber die Wahrheit als das Gegenteil. Und es war die Wahrheit, alles, wie Sir William von Tosmans Geburtstag erfuhr, wie er sich genau die Worte ausdachte, die ich bei dem Glückwunsch an Tosman gebrauchen würde. Ja. Sie dürfen nicht denken, dass ich Sir William was anhängen wollte, was nicht von ihm stammte. Ich mochte ihn. Aber er hat mir deutlich zu verstehen gegeben, dass er nicht abwarten würde, was auf ihn zukäme. Und einen Mord hat er ja auf jeden Fall schon begangen. Ich schlich also noch am selben Abend mit der Flasche Whisky los und stellte sie vor Tosmans Wohnungstür. Bis zum Morgen zu warten hielt ich für zu riskant, falls Sir William sein Konto noch in der Nacht abschließen sollte. Das ist jetzt schon ein Menschenalter hier. Gute Nacht, alter Freund. Muss jetzt gehen. Und dank für das feine Essen. Und vergessen Sie nicht, das nächste Mal bei mir. Ich habe eine neue Sorte Burgunder für Sie. Er wird Ihnen schmecken. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie nehmen doch wieder dieses Boot? Ja, ja. Ist doch in Ordnung, oder? Ja, das nehme ich. Sie fahren heute nicht mit? Mein Mann hat zu tun heute. Aber wir mieten es den ganzen Tag. Ich hoffe, dass ich Nachmittagszeit habe. Also, viel Spaß. Du, Gerhard? Ja, ich weiß. Grüß ihn schön. Sag ihm, dass ich mich freue, ihn kennenzulernen. So, das habe ich ihm bereits gesagt. Der Junge ist ein bisschen schwierig. Das wird sich geben. Sag ihm trotzdem, dass ich mich auf ihn freue. Ja. Kann man von der Schule aus den See sehen? Ja, das kann man. Vom Park aus. Dann schaut doch mal runter, beide ab und zu. Ich werde winken. Ist gut, Alexa. Wir werden das schon irgendwie schaffen, oder? Du, ich bin eigentlich auch ganz sicher. Der Junge muss dich erst mal kennenlernen. Du hast ja sogar ein bisschen Wind. Na, nicht viel, aber besser als gar nichts. Und vergiss den Brief nicht. Herr Dr. Reger, schön, dass Sie Zeit hatten. Ja. Die habe ich mir genommen. Haben Sie Ihre Frau nicht mitgebracht?
Doch, aber Sie wissen vielleicht nicht, Herr Bolte, dass ich vor kurzem zum zweiten Mal geheiratet habe. Ach so, nein, das wusste ich nicht. Das ist etwas schwierig für den Jungen. Ich bin sonst immer mit seiner Mutter gekommen. Ja, ich verstehe. Und meine jetzige Frau, die kennt er noch gar nicht. Ist der Junge noch in der Klasse? Ja, aber die Stunde ist gleich zu Ende. Ich wollte Sie etwas fragen, Herr Bolte. Es würde mich interessieren, ob Sie an seinem Verhalten in der letzten Zeit, in den letzten Wochen etwas bemerkt haben. Also, von da. Also still war er immer. Ich habe eigentlich nichts besonders bemerkt. Das ist halt sehr ruhig, sehr... Man weiß nicht so recht, was in ihm vorgeht. Aber seine Mitarbeit ist sehr gut. Danke. Für mich liegt da im Moment ein gewisses Problem. So gut siehst du aus. Du auch. Zwei Schatten unter den Augen. Du schläfst nicht gut? Doch, ich schlafe ganz gut. Du, da ist ja allerhand Auftrieb hier. Ja, du, 25 Jahre, sie haben sogar eine Festschrift herausgegeben, die ihr alle bezahlen müsst. Was, 25 Jahre, das ist allerhand Leistung für eine Privatschule. Kommen viele Eltern? Ich glaube schon. Komm, geh mal rein. Sie haben sogar ein Gästebuch aufgelegt. Ah. Dankeschön, Frau Schaffner. So, der Nächste bitte. Guten Tag, Dr. Reger. Wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Dankeschön. Ist Ihre Frau nicht mitgekommen? Die kommt vielleicht morgen. Wo ist denn das zu unterschreiben? Eine neue Seite für Sie, Herr Doktor. Der Herr Direktor empfängt alle Gäste mit Sekt. Er bittet auch Sie in den kleinen Salon. Wo ist denn er? Ich zeig ihn dir, Vater. Ah, da kommt ja auch Herr Doktor Reger. Guten Tag, liebe Frau. Guten Tag. Herr Direktor. Ich freue mich, dass Sie schon heute kommen. Ein Glas für Dr. Reger. Aber ich sehe Ihre Frau Gemahlin nicht. Nein, ich bin allein gekommen. Wie schade. Kommt sie morgen? Ja, ich hoffe es. Oh, das wäre fein. Gut sein. Verstanden. Er wollte dich gar nicht loslassen. Ja, er wollte gleich was besprechen mit mir. Er will die Schule erweitern und sucht Geld geben. Du, was zu überlegen wäre, die Schule ist ja gut. Wann ist denn die offizielle Begrüßung? Um 11. Hast du das Programm noch nicht? Ich hol's dir. Du, warte, lass das Programm. So sehr bin ich daran nicht interessiert. Kann man in den Park gehen? Ja, wenn du willst. Ich möchte mit dir sprechen, Junge. Du bist bedrückt. Wieso? Drückt. Ja, ich sehe es dir an. Und was ich dir jetzt sagen will, ist, wir wollen doch ein Problem, das wir haben, nicht verschweigen. Es ist immer gut, es beim Namen zu nennen. Probleme, die man verschweigt, die bringen einem Kopf und Kragen. Sie haben fürchterliche Wirkungen, wenn man sie unausgesprochen lässt. Ich habe ein Problem, Vater. Aber ich möchte trotzdem nicht darüber reden. Aber du möchtest es wegreden, damit du es loswirst. Ja, ich will es nicht loswerden. Ich will es nur einordnen, ihm seinen Platz geben. Weiter nichts. Du möchtest die Frau hierher bringen und ich sag nein. Lassen wir das, Vater. Ich freue mich, dass du hier bist und im Geist sehe ich Mama neben dir. An deiner Seite, wo sie hingehört. Ich habe dich aus dem Auto steigen sehen und Mama stieg mit aus. Ich habe gesehen, wie sie ausstieg und schon herüberwinkte. Sie hat mich immer schneller gesehen als du. Ich kann mir an deiner Seite keinen anderen Menschen vorstellen. Und will es auch. Du willst nicht wenigstens den Versuch machen, die Frau zu sehen, die jetzt meine Frau ist. Ich meine, du kannst doch so einer Begegnung nicht ausweichen. Sieh dir Alexa an, sprich mit ihr, dass du ein Bild von ihr bekommst, ein ungeschminktes, ehrliches Bild. Du sollst ja deine Meinung machen, aber du musst ihr doch eine Chance geben. Sie ist auf dem See. Irgendwo ist sie jetzt da draußen. Sie sagt, sie will winken. Ich soll dich von ihr grüßen. Sie sagt, sie wartet, bis du sagst, dass sie kommen soll. Jetzt such doch mal ein Boot mit einem Fisch im Segel. Hm? Mit der Nummer 74. Es ist wieder dasselbe Boot von gestern. Du, schau mal hin. Ist da nicht jemand gekentert? Da ist doch ein Boot gekentert. Kannst du was erkennen? Schwimmt da jemand im Wasser? Ich sehe nichts. Entschuldige. Das beunruhigt mich jetzt etwas. Ja, das könnte das Boot sein. Es ist Ihr Boot. Ja, warum kommt denn da niemand zu Hilfe? Man muss doch sehen, dass jemand gekentert ist. Kann man anrufen, dann kann doch sicher die Wasserschutzpolizei anrufen. Da kommt schon ein Boot.
Warum ruft ihr? Was hat das zu bedeuten? Herr Gott, was ist denn da passiert? Alexia? Alexia? Was ist mit dir? Die Frau ist ertrunken. Sie ist tot. Ich habe alles versucht, sie wieder zu beleben. Zu spät. Was, zu spät? Man muss einen Arzt holen. Ich bin Arzt. Tot? Aber das ist so unmöglich. Darf ich mal stören, Chef? Da ist eine Sache passiert am Strand der See. Eine Frau ist ertrunken, aber die Umstände sind etwas rätselhaft. Naja, fass dich kurz. Eine Frau Reger, Ende 20, hat sich ein Segelboot gemietet und ist gekentert. Na, das soll vorkommen. Aber es war so wenig Wind, dass es fast unmöglich ist, um ein Boot umzuschmeißen. Was für ein Boot war es denn? Schratz. Ah, die kenne ich, die sind wackelig. Die Frau segelt seit ihrem 14. Lebensjahr und ertrinkt, obwohl sie eine hervorragende Schwimmerin ist. Er hat sich beim Kentern verletzt. Wahrscheinlich hat sie einen Baum an den Kopf gekriegt. Nein, die hatte keine Wunde am Kopf, gar nichts. Zeugen? Ja, ein Motorbootfahrer sagt aus, dass er das Segelboot überholt hat. Sehr nah? Nicht sehr nah. Ach, du meinst wegen der Wellen? Nein, mit Abstand. Als er sich umgedreht hat, da war das Boot schon gekentert. Die Sache ist ihm unheimlich vorgekommen. Er ist zurückgefahren und wollte die Frau rausholen. Er lag unter dem Großsegel und hat ganz wilde Bewegungen gemacht. Das macht man meistens beim Ertrinken. Jetzt soll man die Sache auf sich beruhen lassen. Was hat der Arzt festgestellt? Tod durch Ertrinken. Ja, und wer fragt da an? Landpolizei Starnberg. Der Mann der Toten lässt ihn keine Ruhe. Er glaubt, dass jemand seine Frau umgebracht hat. Die Leiche ist schon in der Autopsie. Ja, wie denn umgebracht? Verletzungen am Schädel sind nicht festzustellen. Bezüglich der Druckstellen am Fuß, am linken Fuß, so ist es in der Tat nicht auszuschließen, dass sie verursacht wurden durch den Griff, durch den sehr festen Griff einer Hand. Die Druckstellen ziehen sich kreisförmig um das Bein, knapp oberhalb des Knöchels. Hautabschürfungen sind nicht feststellbar. Was gegen die Verletzung durch einen Strick spricht, eine Bootsleine etwa. Aber die Verursachung durch einen sehr festen, klammernden Griff ist in der Tat nicht auszuschließen. Einen Mord auf diese Weise hätten wir noch nie gehabt, Chef. Ja, also Vorsicht, wir wissen noch gar nichts. Erwin, fahr mal rüber und zieh dir die Sache an. Und nimm Robert mit. Ist da das Boot? Ja. Vater ist auf seinem Zimmer, sagst du? Ja. Will er dich nicht sehen? Er weiß nicht, dass ich hier bin. Wie benimmt er sich? Wie fühlt er sich? Er heult und weint, wenn du ihn nur ansiehst. Heult und weint? Dein Vater? Das ist allerdings ungewöhnlich an ihm. Das habe ich in 20 Jahren nicht an ihm erlebt. Nicht mal als seine Mutter starb, die ihm doch über alles ging. Heult und weint. Im Hotel hat man schon Angst um ihn gehabt, dass er sich das Leben nimmt. Na, 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 das wird wohl sehr übertrieben sein. Hast du ihm gesagt, dass ich komme? Nein. Ob die hier noch Zimmer haben? Soll ich fragen? Nein, nein. Erst muss ich wohl mal mit deinem Vater sprechen. Wenn er nicht gerade heult und weint. Soll ich erst reingehen, ihm sagen, dass du da bist? Warum? Weil er sagt, er will niemanden sehen. Ist es hier? Ja, Mama. Das betrifft uns nicht. Nicht mich und nicht seinen Sohn. Dürfen wir hereinkommen, Gerhard? Und warum? Ich komme von zu Hause. Und ich komme, weil die Schule ein Jubiläum feiert und alle Eltern eingeladen hat. Ich habe gehört, was passiert ist, dass du deine Frau durch einen Unfall verloren hast. Tut mir leid, Gerhard. Es tut dir nicht leid, Magda. Und übrigens war es kein Unfall. Alexia ist ermordet worden. Ich denke, sie ist mit einem Segelboot verunglückt. Ja, ich weiß, dass es bei diesem Unfall nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber sie ist doch ertrunken. So sieht es aus. Und so sollte es wohl auch aussehen. Hast du deine Vermutung der Polizei mitgeteilt? Ja, das habe ich getan. Was sagt man denn dazu? Sie werden es untersuchen. Es gibt ein paar Anhaltspunkte. Das würde mich interessieren. Was für Anhaltspunkte sind denn das? Ich möchte nicht darüber reden. Mit mir nicht? Ja, Magda, mit dir nicht. Wann bist du gekommen? Jetzt, in diesem Augenblick. Ihr kommt zusammen. Wir haben uns hier getroffen. Ihr habt euch also verabredet? Ja, ich habe ihn in der Schule angerufen. Wann? Gestern Mittag. Da war es gerade passiert und
Hans erzählte es mir sofort. Ich habe ihm gesagt, wie schrecklich ich das finde. Was du gesagt? Wen? Ob ich nicht sofort gesagt habe, wie leid mir das tut. Ja. Von wo aus hast du ihn angerufen? Von zu Hause? Aus München? Von wo sonst? Vielleicht warst du schon hier, irgendwo, am See? Nein. Ich war nicht irgendwo am See. Was hast du jetzt vor? Ich hatte vor, mir in diesem Hotel ein Zimmer zu nehmen. Ich denke, dass der Junge jemand braucht, der sich um ihn kümmert. Hast du was dagegen, dass ich mir hier ein Zimmer nehme? Du siehst, dass ich Rücksicht auf dich nehme. Ich frage dich vorher. Ich danke dir. Ich bin gestern nicht dazu gekommen, dir das hier zu geben. Was ist das? Sein Brief von Alexa an dich. Ich sollte ihn dir geben. Ja, ich weiß nicht, was drin steht. Ich habe überlegt, ob ich dir den Brief überhaupt geben soll, und dann dachte ich mir, warum nicht? Er war für dich, sollst ihn auch bekommen. Guten Tag. Herr Dr. Reger? Ja. Guten Tag. Meine Herren. Mein Name ist Heines, das ist mein Kollege Herr Klein. Ich muss Ihnen dankbar sein, dass Sie kommen auf einen Verdacht, der so unsinnig scheint und der Ihnen vorkommen muss wie aus der Übererregung eines Mannes, der offenbar die Nerven verloren hat. Ich versichere Ihnen, dass ich die Situation trotz aller Betroffenheit klar übersehe, wenn ich sage, dass meine Frau keinem Unfall zum Opfer gefallen ist. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Danke. Sie glauben also, dass jemand Ihre Frau am Fuß ergriffen und in die Tiefe gezogen hat? So verrückt es sich anhört, ja, so stelle ich es mir vor. Herr Dr. Reger, wir kommen gerade von der Wasserschutzpolizei in Starnberg. Und was Sie noch nicht wissen, die Polizei hat an der Stelle, wo Ihre Frau mit dem Boot gekentert ist, eine Gummiflosse aus dem Wasser gefischt. Eine Gummiflosse? Wie Taucher Sie haben? Schwimmer, Taucher natürlich auch. Wo hat man sie gefunden? Beim Bergen des Bootes, unter dem Großsegel. Unter dem Großsegel? Ich wusste es nicht. Ich hab's doch sofort gewusst. War sie umgebracht? Jedenfalls unterstützt dieser Fund Ihre Vermutung, die nun gar nicht mehr so abwegig erscheint. Zumal der Bootsmann bestätigt, dass keine Gummiflosse im Boot war. Nein, das müsste ich doch wissen. Wir sind doch einen Tag zuvor schon gesegelt, meine Frau und ich, mit demselben Boot. Da war keine Gummiflosse an Bord. Und so eine findet man unter dem Segel, unter dem meine Frau, wie der Motorbootfahrer ausgesagt hat, wilde Bewegungen gemacht hat. Das ist doch ein klarer Beweis. Kein klarer Beweis, aber ein Indiz. Indiz, Indiz. Hans, hat Vater sich inzwischen gemeldet? Nein. Ist die Polizei noch bei Ihnen? Ich glaube. Kann man hier auch was essen? Ja, man isst hier sehr gut. Was hältst du von dem, was dein Vater sagt? Er wird sich beruhigen, nehme ich an, er ist sehr aufgeregt. Aber von Heulen und Weinen habe ich nichts bemerkt. In ein paar Tagen wird er das alles anders sehen, nehme ich an. Und das können wir ja abwarten. Gehen wir essen. Ich habe keinen Hunger, Mama. So sehr leidest du, mein Junge? Könnte man sagen, dass er Ihre zweite Frau gehasst hat? Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Zumal mein Sohn eine sehr starke Beziehung zu seiner Mutter hat. Er hängt an ihr. Er hat es strikt abgelehnt, Alexa auch nur zu sehen. Und Ihre geschiedene Frau? Wenn jemand Alexa gehasst hat, dann sie. War das Ihr Sohn, dem wir hier eben begegnet sind? Ja. Ja, ich gebe zu, dass meine Verdächtigungen niemanden ausgenommen haben. Nicht einmal meinen Sohn. Aber dann dachte ich mir, sei doch nicht ungerecht. Und die Dame, die aus Ihrem Zimmer kam? Das war meine geschiedene Frau. Ach, die ist hier? Sie hat sicher von meinem Sohn gehört, dass die Schule ein Jubiläum feiert. Sie haben mit ihr gesprochen. Sie drückte mir ihr Mitgefühl aus, das sie nicht empfand. Von wo kam Ihre geschiedene Frau? Sie sagt, sie kam aus München. Dort hat sie ihre Wohnung. Wenn Sie sprechen wollen, sie hat ein Zimmer gemietet in diesem Hotel. Ja, das wäre es dann wohl.
Ich hätte doch noch eine Frage. Sie sagen, Sie waren mit Ihrer Frau zusammen segeln am Tag zuvor. Ja, wir waren den ganzen Tag auf dem Wasser. Wenn ich an Alexa denke, dann wird dieser Tag die letzte schöne Erinnerung an sie sein. Wer hat denn gewusst, dass Ihre Frau am nächsten Tag segeln würde? Allein. Hat das jemand gewusst? Niemand hat das gewusst. Ich habe es lediglich meinem Sohn gesagt. Ich war ja interessiert, dass ein Zusammentreffen mit Alexa so harmlos und undramatisch wie möglich vor sich geht. Ich hatte ihn angerufen. Wir sind schon hier, wir sind einen Tag früher gekommen, das Wetter ist so schön, wollen wir nicht zusammen segeln? Alexa würde sich freuen. Er hat es abgelehnt. Ich bat ihn, also überleg es dir. Wir sind den ganzen Tag draußen. Ich habe ihm auch das Boot beschrieben, ihm die Nummer gesagt, die Nummer auf dem Segel. Und haben Sie Ihrem Sohn auch gesagt, dass Ihre Frau am nächsten Tag wieder segeln würde? Er sagte, komm ohne sie. Morgen. Oder du siehst mich nicht. Ich habe ihn gefragt, ich kann sie doch nicht im Hotel lassen. Und er sagte, lass sie doch wieder segeln. Das ist das Boot, Chef. Und das kann man so leicht umwerfen? Ja, das ist schwer. Ein Taucher, der seine Sache versteht und richtig ausgerüstet ist, kippt das Boot unten vom Schwert her. Und Frau Reger, gar nicht darauf gefasst, fällt auf eine Seite und unterstützt noch die Bewegung. Das geht schneller, als man denkt. Ja, ein Taucher, der richtig ausgerüstet ist, was verstehst du darunter? Na ja, Gummianzug, Flossen und da man ja keinen Schwimmer gesehen hat, Pressluftflasche. Na ja, es kommt mir alles zu fantastisch vor. Und wie erklären Sie sich die Flosse, die man unterm Großsegel gefunden hat? Robert! Ja? Die ist weg! Das gibt's doch nicht! Ja, ich wollte sie aus dem Wagen holen, die ist nicht mehr da. Wo hattet ihr die Schwimmflosse? Hinten auf dem Sitz, in einer Plastiktüte. Genauso, wie wir sie bekommen haben. Ja, die Wagentür war nicht abgeschlossen, was? Doch, die war abgeschlossen, aber... Ja, das Fenster war offen, nicht ganz offen, aber man konnte sicher durchgreifen. Ich habe das Fenster etwas runtergedreht, wegen der Hitze. Es war einfach unerträglich, Entschuldigung, Chef. Ja, ja, schon gut. Aber wen sollte eine einzelne Schwimmflosse interessieren, wenn nicht den Täter? Also jetzt kommt mir die Sache nicht mehr so fantastisch vor. Der Täter? Sie glauben wirklich, dass der Täter hier war? Es wird doch keiner eine einzelne Schwimmflosse stehlen. Dafür kann sich doch nur der interessieren, dem sie fehlt. Ja, vielleicht hast du uns mit deiner Schlamperei einen Gefallen getan, Robert. Entschuldigen Sie, ich möchte mich nur rasch erkundigen. Sie stehen sofort wieder zur Verfügung. Wo geht er hin? Ich nehme an, er wird sich erkundigen, wo man seine Frau oder seinen Sohn gesehen hat. Frau Reger ist abgefahren. Vor circa 20 Minuten. Sie bringt ihren Sohn zur Schule zurück. Frau Reger ist mit ihrem Wagen da. Ja, soviel ich weiß. Den Sie haben Sie die Zimmer in Ordnung gebracht? Ja, die auf dem Parkplatz stehen hat. Dann machen Sie auch gleich die Küche. Ja, machen. Danke sehr. Kommst du noch mit herein, Mama? Ja, ich sollte vielleicht deinen Klassenlehrer begrüßen. Ja, er hat nach dir gefragt. Ich glaube, Vater hat ihm gesagt, dass er wieder geheiratet hat. Ich denke, dann ist es nur richtig, wenn ich mich bei ihm sehen lasse. Ja, komm. Warte bitte einen Moment, Mama. Ist der Bolte da? Guten Tag. Guten Tag, Frau Reger. Lass mich nicht stören. Hans ist in Bernried bei seinem Vater. Ich weiß, ich habe ihn da ja getroffen und gerade hier gebracht. Habt ihr das Jubiläum gut überstanden? Bis jetzt ja. War ein ziemlicher Rummel. Heute Mittag war sogar ein Minister da. War doch ein Minister, oder? Jedenfalls überbrachte er Grüße vom Landesvater. Ihr habt gehört von dem Unglücksfall? Ja, Hans hat uns erzählt. Wir haben ja alle das Boot gesehen, wie es im Wasser trieb. Sind alle gleich auf die Terrasse gelaufen. Die Polizei untersucht den Fall gerade. Die Wasserschutzpolizei? Nein, die Kriminalpolizei. Wieso denn die? Weil der Verdacht besteht, dass das Ganze kein Unglücksfall war, sondern Mord. Mord? Wieso denn das? Die ist doch gekentert. Ja, ja. Aber die Polizei spricht von einem Taucher. Ein Taucher? Ja. Er habe das Boot zum Kentern gebracht und die Frau meines Mannes unter Wasser gezogen, sodass er trinken musste. Ja, geht denn das? Ein Boot zum Kentern bringen? Das geht ganz leicht, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber jemanden unter Wasser ziehen? Du, das wäre ein Ding. Das ist doch nur eine Vermutung. Wie wollen die das denn beweisen? Keine Ahnung. Aber sie werden es sicher versuchen. Hier bist du, Mama. Herr Beute erwartet dich. Ja, ich komme. Also dann, Wiedersehen. Wiedersehen. Ich wollte meinen Sohn ihrer besonderen Fürsorge empfehlen, Herr Beute. Ich weiß, Frau Reger, ich verspreche Ihnen, dass da nicht fehlen wird. Mir liegt daran zu erfahren, wie er sich fühlt. Wie er sich benimmt. Ich darf Sie bitten, ihn im Auge zu behalten. Jede Gemütsbewegung ist wichtig für mich, damit ich ihm Hilfe geben kann, wenn er sie brauchen sollte. Sie können sich ganz auf mich verlassen. Vielen Dank. Kann man mal die Stelle im Park sehen, von wo aus man einen Blick auf den See hat? Selbstverständlich. Wo war die Stelle? Gleich hier. Was für ein schreckliches Ereignis, nicht wahr? Ja, bitte. Ach, du bist es. Entschuldige, wenn ich dich störe. Aber du störst mich nicht. Du hast den Jungen weggebracht. Ja, er wollte sich noch von dir verabschieden. Aber die Polizei war ja bei dir. Aus München ist noch ein Kommissar gekommen. Man hat ihn gerufen, weil unter dem Segel, unter dem Alexa ertrunken ist, da fand sich eine Schwimmflosse, wie Taucher sie haben. Eine Schwimmflosse? Die Polizei nimmt diesen Fund sehr wichtig. Das muss sie natürlich. Unter dem Segel war sie? Man nimmt an, dass der Taucher sie verloren hat. Das würde für deine Theorie sprechen. Ja, für meine Überzeugung, dass Alexa einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Das würde ich daraufhin auch nicht mehr ausschließen. Diese Schwimmflosse ist so etwas wie ein Beweisstück. Aber leider ist dieses Beweisstück gestohlen worden. Was? Aus dem Polizeiwagen heraus, der auf dem Parkplatz stand. Aber wie kann man sich denn solch ein Stück stehlen lassen? Was für Polizisten sind denn das? Ist das Dorfpolizei? Aber wer kann sich denn dafür interessieren? Der Täter, Magda. Der Täter. Und das ist auch die Meinung des Kommissars. Ja, natürlich, wenn man von deiner Mordtheorie ausgeht, sie für richtig hält. Ist ja nur logisch, dass man auf diesen Gedanken kommt. Dein Wagen hat auch auf dem Parkplatz gestanden? Ja, aber ich habe nichts bemerkt. Niemanden gesehen, wenn du danach fragen willst. Ja. Danach wollte ich fragen. Ich habe nicht mal den Polizeiwagen gesehen. Ist der Kommissar noch hier? Ja, er will mit dir sprechen, Magda. Wisst ihr, dass Polizei im Haus ist? Polizei? Hans Polizei. Weswegen denn? Wegen der Segelbootssache? Anscheinend, es sind zwei Mann, sie sind zu Schleiere. Was machen die denn hier bei uns? Keine Ahnung. Wir haben doch schon mit dir gesprochen. Mhm. Und wieso gehen sie zum Direktor? Ich weiß nicht. Ich gehe mal raus, ob ich was von Beute erfahre. Warte, ich komme mit. Sie hat mir einen Brief geschrieben. Gestern Morgen. Mein Vater sollte ihn mir geben. Was schreibt sie denn? Kannst lesen, wenn du willst. Das geht mich nichts an. Warum hat sie dir das Bild beigelegt? Weil ich sie nicht kenne, deshalb. Weil ich gesagt habe, ich will sie nicht sehen. Deswegen hat sie ihr Bild beigelegt. Und jetzt siehst du dir das an? Warum? Ja, natürlich, Sie können sich gerne erkundigen, Sie können Fragen stellen, aber, meine Herren, Sie nehmen doch keine polizeiliche Untersuchung vor. Ich meine, mit allen Konsequenzen, oder muss ich das so verstehen? Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke, wir haben nur ein paar Fragen, Herr Direktor, die rein persönlicher Natur sind und den jungen Reger betreffen. Also seine Art, sein Verhalten, seinen Umgang. Tja, was kann man da sagen, Herr Beute? Die Art dieses Jungen, ja, also ich würde sagen, angenehm. Äußerst angenehm, ein gut erzogener Junge. Ja, das ist das, was mir aufgefallen ist. Vielleicht etwas sensibel, ja, den Eindruck habe ich. Ja, das stimmt, sehr sensibel. Ja, sensibel und etwas verschlossen, aber sonst äußerst angenehm
und höflich. Was meinen Sie, Herr Kollege? Ja, das ist richtig. Die Beziehung zu seinen Eltern, können Sie uns darüber etwas sagen? Oh Gott, die war sehr intensiv. Intensiver, als es sonst üblich ist. Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn war sogar ganz ungewöhnlich. Woran haben Sie das festgestellt? Ja, zum Beispiel bei Elternbesuchen, wenn Frau Reger da war. Ich habe Mutter und Sohn immer Arm in Arm gesehen. Eine Liebe, die richtig körperlichen Kontakt suchte. Wenn Sie mich bitte richtig verstehen wollen, ja? Also eine ungewöhnlich herzliche Beziehung. Ja. Dann muss es ihn doch besonders getroffen haben, als seine Eltern sich scheiden ließen. Ja, ganz sicher. Obwohl, ich hab's gar nicht gewusst. Ich hab's erst gestern erfahren. Am Verhalten des jungen Reger ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein. Vielleicht, dass er etwas stiller als sonst war, aber das ist alles. Ja, vielen Dank, meine Herren. Ihre Schule liegt ja praktisch am Wasser. Nutzen Sie das aus? Ich meine, wird geschwommen, gerudert? Ja, natürlich. Wir rudern, schwimmen, segeln. Wir haben ja ein eigenes Bootshaus am See. Und da... Ja, großer Gott, woran denken Sie denn? Kann ich dieses Bootshaus mal sehen? Ja, natürlich können Sie es mal sehen. Jetzt? Jetzt, ja. Wenn Sie darauf bestehen, holen Sie mal Punt. Ja. Das ist unser Sportlehrer, der das alles unter sich hat. Herr Bolter, haben wir da unten überhaupt Licht? Ja, der Punt muss das wissen. Sie hauen wieder ab. Aber Punt geht mit. Warum geht Punt mit? Was wollen die vom Punt? Keine Ahnung, er ist jedenfalls mitten in den Wagen gestiegen. Moment mal, ich hole mir den Schlüssel. Von hier 200-300 Meter auf den See raus. Tja, da ist das Boot gekentert. Die Sache wird krass. Von wo haben Sie den Schlüssel geholt? Der liegt immer draußen rum. Kann da jeder ran? Jeder, der weiß, wo der Schlüssel ist. Wer weiß denn das? Das wissen Sie alle. Ja, ziemlich alle. Sagen Sie, haben Sie auch eine Inventarliste über das, was Sie hier so alles haben? Die brauchen wir nicht. Ich weiß, was wir haben. Und was ist mit Schwimmflossen? Ja, die haben wir auch. Hier sind sie. Das müssen 20 Paar sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Kann ich mal sehen? Ja, bitte. Schlüssel ist Fersenteil, vorne offen, abgewinkeltes Flossenblatt, Größe 40 bis 42. Und alle 20 Paar sind da. Warum nicht? Sagen Sie, wem gehören denn die ganzen Flossen hier? Keine Ahnung. Die meisten sind privat gekauft von Schülern, die schon längst abgegangen sind. Sie gehören niemandem, aber benutzen tut sie jeder. Und wer benutzt diese Flossen vorwiegend? Können Sie sich erinnern, bei wem Sie sie gesehen haben? Ich sag doch, die benutzt jeder mal. Ja, jeder. Es kommen doch wohl nur ältere Schüler in Frage. Ja, logisch. Und was ist das hier? Der gehört mir. Aber um Ihrer Frage zuvorzukommen, wen benutzt auch jeder, der Lust dazu hat? Ja, danke, das wär's. Gibt es hier Pressluftflaschen, so wie Taucher sie haben? Nein. Wissen Sie, ob es irgendjemanden gibt, der damit umzugehen versteht? Ich kann es. Ich habe es auf einer Taucherschule gelernt, auf Porto. Und von den Schülern jemand? Ich habe es meinen Schülern erzählt. Ich habe ihnen auch demonstriert, wie sowas funktioniert. Interessiert haben sich alle dafür. Ich bin auch überzeugt, dass von diesem Bootshaus aus ein Schwimmer oder besser ein Taucher gestartet ist, mit der vollen Absicht, das Boot zum Kentern zu bringen. Ja, der junge Reger kann es nicht gewesen sein, denn der war mit seinem Vater im Park. Und hat zugesehen, ja. Du meinst, er hat sich sein Alibi verschafft? Er hat bestimmt einen Helfer. Helfer? Der Helfer wäre der Mörder. Richtig. Und du hältst das nicht für unwahrscheinlich? Nein, für unwahrscheinlich halte ich fast überhaupt nichts mehr. Ein Anruf von der Landpolizei in Starnberg. Da ist ein Tauchgerät gestohlen worden. Die Anzeige erstattet ein Fischer aus Höhenried, der da auch eine Sommerpension und ein Bootsverleih betreibt. Die Pension, in der Frau Reger 8 Tage gewohnt hat. Du glaubst, nur du bist in einer schrecklichen Situation. Willst du sagen, du auch? Ja, ich auch. Was dich nicht sehr interessieren wird. Ich weiß, dass du mich total aus deinem Leben gestrichen hast. Was hast du vor? Wie stellst du dir dein Leben vor ohne Alexa? Wenn du mich danach fragst, ich kann es mir nicht vorstellen. Warum fragst du mich danach? Ich versuche herauszufinden, über wie viel Normalität du noch verfügst. Was heißt bei dir Normalität? Ich meine die Fähigkeit, etwas vergessen zu können, über etwas hinwegkommen zu können. Du musst darüber hinwegkommen, Gerhard. Du musst dich zwingen dazu.
Was willst du mir sagen? Ja, bitte. Ja, sie ist hier. Der Kommissar möchte dich sprechen. Frau Winkler. Ja, Herr Kommissar. Ich habe gerade mit meinen Mitarbeitern telefoniert. Sie sind jetzt in der Pension in Höhenried, in der Sie 8 Tage gewohnt haben. Ihr Sohn hat Sie dort sehr oft besucht, höre ich. Ja, was nur natürlich ist. Seinetwegen mache ich Urlaub in Höhenried. Nachmittags hat er Freistunden und konnte mich besuchen. Ja, aber ich glaube, wir gehen da am besten ab. Ich höre, dass Ihr Sohn manchmal seine Freunde mitgebracht hat. Mit denen er das Zimmer teilt, ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Ich bleibe lieber stehen, wenn Sie erlauben. Okay. Sind diese Freunde das, was man gute Freunde nennt? Ich nehme es an. Sie leben seit 3 Jahren in einem Zimmer zusammen. In der Pension sagt man, dass die 4 fast jeden Tag bei Ihnen waren. Ja, ich habe Sie eingeladen. Zum Kaffee, zum Essen. Und Sie haben guten Kontakt zu allen gehabt? Warum nicht? Ich kenne seine Freunde ja nun auch schon seit 3 Jahren. Kannten diese Freunde Ihre private Situation? Was nennen Sie meine private Situation? Ja, die Scheidung. Und die Tatsache, dass Ihr Mann wieder geheiratet hat. Das wussten Sie selbstverständlich. Und haben Partei ergriffen. Ja, das haben Sie getan. Aber dazu gehört nicht viel. Das ist doch nichts Besonderes. Junge Leute reden heutzutage über alles offen, auch darüber. Was bezwecken Sie mit diesen Fragen? Im Bootshaus dieser Pension ist ein Tauchgerät gestohlen worden. Sehen Sie da vielleicht irgendeinen Zusammenhang? Was schließen Sie denn daraus? Dass es benutzt worden ist. Von jemandem, der das Boot von Alexa Reger zum Kentern gebracht hat. Und dass Sie, Frau Reger, wissen, wer es war. Der Kommissar kommt gleich wieder. Nur weil wir auf dem Zimmer waren, da waren es wohl noch mehr. Das ist der Kriminalkommissar Keller. Ja, Herr Kommissar, das sind die 4. Reger, Thalmann, Hoss und Bechler. Der Kommissar möchte eine Frage stellen. Ja. Vielen Dank, ich brauche Sie im Moment nicht. Danke. Hans Reger, sind Sie? Ja. Wer sind Sie? Alf Thalmann. Und Sie? Der Blonde da. Ingo Bechler. Und wie ist Ihr Name? Robert Hoss. Ist das die Stelle hier, von wo Sie zusammen mit Ihrem Vater das gekenterte Boot gesehen haben? Ja. Aha. Wo waren Sie zu dem Zeitpunkt? In meinem Zimmer. Aha. Und Sie? Ich war auch im Zimmer. Und Sie waren auch im Zimmer? Ich auch, ja. Sonst war niemand im Zimmer? Sonst? Nein, sonst niemand. Nur Sie 3? Ja. Aber da war doch eine Menge Trubel, habe ich gehört. Ankunft der Eltern, Begrüßung, Sekt und so weiter. Und Sie waren in Ihrem Zimmer? Ja, weil ich erwartete niemanden. Meine Eltern sind gerade in Norwegen. Mhm. Und Sie erwarteten Ihre Eltern auch nicht? Das Jubiläum von Dr. Schleyer interessiert doch meine Eltern nicht. Und Ihre Eltern? Die kommen doch zu so einem Quatsch nicht. Ja, können wir noch mal Ihr Zimmer sehen, ja? Ihr Bett ist... Das da. Wer schläft in diesem Bett? Ich. Ah, Sie sind beide besonders gut befreundet. Besonders gut? Ja, Sie sind alle gut befreundet. Ja, ja, das kann man sagen. Als vorgestern Hans Reger mit seinem Vater das gekenterte Boot sah, da waren Sie hier in diesem Zimmer? Ja. Ja. Wie lange waren Sie hier? Die ganze Zeit. Bis der Rummel vorbei war. Gibt es irgendjemand, der das bezeugen kann, dass Sie in diesem Zimmer waren zum Zeitpunkt, als das Boot kenterte? Wer soll denn das bezeugen? Das könnte ein Lehrer oder ein Schüler reingekommen sein, der jetzt sagen kann, ja, ich habe die 3 gesehen. Darf man da mal hineinschauen? Ist das Ihr Schrank? Ja. Windsurfing.
Machen Sie das gerne? Ja, gerne. Sie schwimmen auch sehr gut, ne? Wir schwimmen alle sehr gut. Ja, aber irgendjemand schwimmt doch sicher am besten. Wem gehört dieser Schrank? Mir. Das Bild? Sie hat es mir geschickt. In einem Brief, den mein Vater mir gestern mitgebracht hat. Wischen Sie die Stirn trocken und kommen Sie mit. Sie bleiben hier. Sie verhören ihn gerade. Weil der Junge hat wohl neben mir gestanden. Wen sucht man hier eigentlich? Sucht man nicht den Mörder? Natürlich den Mörder, aber auch den Anstifter. Nein, Sie waren nicht der Mörder. Sie haben nur zugesehen, wie die Frau ermordet wurde. Ja, sie wurde ermordet auf eine sehr kaltblütige und niederträchtige und heimtückische Art. Die Frau, die Ihnen dieses Bild hier geschickt hat, die Ihnen helfen wollte, die mit dem Boot hinausgefahren ist, um Ihnen zuzuwinken. Aber da war der Mörder schon unterwegs. Jetzt sagen Sie mir, wer hat diesen entsetzlichen Plan ausgedacht? Das waren doch Sie. Nein, nein, ich war's nicht. Was machen Sie mit dem Jungen? Was machen Sie mit ihm? Geben Sie es auf. Sie halten das doch nicht lange durch. Wir werden Sie so lange verhören, bis Sie zum Schluss froh sind, wenn Sie die Wahrheit sagen dürfen. Also, wer war es? Sie wissen doch, wer es war. Nein, nein, ich weiß es nicht. Sie kannten das Boot, Sie kannten die Nummer im Segel und Sie haben Ihren Freunden dieses Boot beschrieben. Sie haben gesagt, dieses Boot ist es und diese Nummer. Chef, und sie ist ganz allein. Jetzt. In diesem Boot. Er ist gleich soweit. Haben Sie das gesagt, ja oder nein? Antworten Sie! Nein! Es kann jetzt niemand hinein. Aber Sie quälen den Jungen. Die Schwimmflossen und der Tauchanzug. Wer hat das angezogen? Wer hat das Tauchgerät aus dem Bootshaus in Höhenried gestohlen, wo Ihre Mutter 8 Tage gewohnt hat? Sie wussten doch, wo das Tauchgerät sich befand, Sie und Ihre 3 Freunde. Wen haben Sie angestiftet, die Frau Ihres Vaters umzubringen? Ich habe niemanden angestiftet. Niemanden. Sie sollte doch nicht umgebracht werden. Nein. Nein! Was denn? Das Boot sollte kentern. Nur kentern, weiter nichts. Nur, dass sie im Wasser liegt, nur, dass sie schwimmen muss, weiter nichts. Wir haben uns das so ausgedacht, wie man das Boot umwerfen könnte. Wer wir? Wir. Wir vier. Wir haben uns das ausgedacht, wie man das machen könnte. Mit dem Gummianzug und dem Tauchgerät. Endlich. So. Und nun erzählen Sie mal der Reihe nach und möglichst genau. Das Tauchgerät zu nehmen ist doch kein Kunststück. Und niemand kann erkennen, dass da ein Taucher unterwegs ist. Er musste sich nur orientieren, wo das Boot ist. Das war alles. Das andere war nur ein Kinderspiel. Nur ein Kinderspiel. Hilfe! Hilfe! Wir wollten alle nachher darüber lachen. Über den Schreck, den sie sicher gekriegt hat. Und dass sie das Boot wieder hochbekommen müsste. Und ob sie das wohl schafft. Wer von Ihren Freunden hat denn nun das Boot umgeworfen? Ich weiß es nicht. Sie sagen es mir nicht. Wer von Ihnen ist es gewesen? Was meinen Sie damit, Herr Kommissar? Sie fragen mich, was ich damit meine? Ich meine, wer die Frau im Segelboot ermordet hat, das meine ich. Ich frage, wer von Ihnen der Mörder ist. Mörder? Aber wir wollten doch nur, dass Sie... Ich weiß, was Sie wollten. Einen Spaß wollten Sie sich machen. Ein Boot umwerfen, jemanden ins Wasser werfen, weiter nichts. Sie haben nicht daran gedacht, jemanden umzubringen, aber Sie haben es getan. Und jetzt frage ich nochmals, wer war es? Waren Sie es? Nein. Sie? Nein. Also waren Sie es? Waren Sie es?
doch kein Mord, wenn man nur ein Boot umschmeißt. Ich habe doch nur das Boot umgeworfen. Gehen Sie weiter hinaus. Es ist einer von den Jungs. Du hast das also gewusst. Ja. Ich brachte gestern Nachmittag den Jungen zurück in die Schule. Auf dem Parkplatz des Hotels stand ein Polizeiwagen. Im Vorbeigehen sah Hans eine Schwimmflosse im Wagen. Er holte sie heraus. Hans? Ja. Ich fragte ihn, warum er das tut. Er sagte, weil sie einer aus meinem Zimmer verloren hat. Wir haben drüber gesprochen, was das für eine Schweinerei ist, wenn die wieder heiraten. Wenn die ihre Frauen einfach zum Teufel schicken, weil sie nicht mehr sehen können oder weil... Ich weiß ja nicht, warum. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir diesen Jux machen. Jux? Ja, sie ins Wasser schmeißen. Erzählen Sie genau, was Sie getan haben. Sie sahen das Boot und... Ja, ich hab's gleich entdeckt. Es war nicht so viel Betrieb. Nicht so viel wie am Wochenende. Da hätte man das ja gar nicht machen können. Aber so ging's ganz schnell. Schlug um und sie fiel ins Wasser. Ich habe gesehen, wie sie reinfiel und dass es noch eine ganz junge Frau war. Ich weiß noch, dass ich dachte, na klar, dass ich so einen Mann, so ein junges Mädchen nimmt, ist doch ganz logisch. Diese alten Böcke, wenn sie sich nur leisten können, dann machen sie doch alle dasselbe. Eva! Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Jedenfalls kriegte ich plötzlich so eine irrsinnige Wut, dass auf einmal jemand kommt und einen Platz einnimmt, den vorher jemand anders gehabt hat. Und die andere kriegt jetzt einen Tritt in den Hintern. Man kann sie sehen, wie sie damit fertig wird. Nur weil die andere jung ist. Besser aussieht. Ist ja auch kein Wunder, wenn die noch nichts mitgemacht haben. Haben sie natürlich viel bessere Chancen. Da habe ich sie unter Wasser gezogen. Damit sie ordentlich was abkriegt. Bis sie plötzlich gar keine Bewegung mehr machte. Wo leben ihre Eltern? Meine Eltern leben in Düsseldorf. Mr. Messer, ich habe Sie vorladen lassen. Vorladen? Das Wort gefällt mir gar nicht. Bitte schön, sprechen Sie offen. Ich liebe Offenheit. Sie ist die Grundlage aller menschlichen Beziehungen. Ich fürchte, meine Offenheit werden Sie nicht so sehr lieben. Aber wir werden ja sehen. Pardon, Kommissar, wenn Sie sich so mit mir unterhalten wollen, dann nur unter vier Augen. Bitte. Bliss, bitte. Wie heißt der? Bliss, Hauptinspektor Bliss. Bliss? Ja. So, na ja, bitteschön. Mr. Messer, Sie haben eine gutgehende Praxis. Es gibt keinen Verbrecher im Süden Londons, der Sie nicht kennt. Man rühmt Sie als Verteidiger in aussichtslosen Fällen. Als Wohltäter der Unterwelt. Vielen Dank. Bitte, bitte, bitte. Nehmen wir einmal an, ein Einbruch wird begangen und der Kerl wird gefasst. Von dem gestohlenen Gut wird natürlich nichts gefunden und der Dieb macht den Eindruck, als hätte er keinen Penny. Aber nun kommt das Merkwürdigste. Sie verteidigen nicht nur höchstpersönlich den Angeklagten. Sie unterhalten auch noch seine Angehörigen, während er im Gefängnis sitzt. Tja, wie darf ich das verstehen? Will man mich verdächtigen, weil ich diesen armen, unglückseligen Menschen helfe? Aber nein, nein, Mr. Messer. Ich habe Sie nicht wegen Ihrer Wohltätigkeit herbestellt. Ich will Sie auch nicht fragen, wo ist das Geld dazu nehmen. Ich verdächtige niemand, Sie natürlich am allerwenigsten. Das ist ja sehr liebenswürdig. Ja, ich will auch nicht unterstellen, dass jemand, der beruflich Zutritt zu den Gefangenen hat, vielleicht in Erfahrung bringen könnte, wo die sogenannte Beute liegt, die er dann später mit dem Betreffenden teilt. Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich beim obersten Gerichtshof zugelassen bin? Stimmt es, dass Sie zweimal um ein Haar von der Anwaltsliste gestrichen worden sind? Es hat ein paar sehr ernste Meinungsverschiedenheiten zwischen der Anwaltskammer und mir gegeben. Das gebe ich zu, ja, ja. Aber die Anwaltskammer, vor der ich übrigens die allergrößte Hochachtung habe, hat mich jedes Mal nach genauester Untersuchung völlig rehabilitiert. Ich warne Sie, Herr Kommissar, ich habe sehr gute Freunde in der Regierung. Mein Lieber, wer hat die nicht? Tja, manchmal
Unterstützen Sie die Verwandten der Angeklagten mit Geld. Manchmal stellen Sie sie bei sich ein. Gut, ich helfe mal so, mal so. Ja, ja. Wenn zum Beispiel ein Verurteilter eine hübsche Schwester hat, dann halten Sie es für passender, sie in Ihrer Kanzlei zu beschäftigen. Ihre jetzige Sekretärin ist doch Miss Landley. Ja, richtig, Miss Mary Landley. 210 Anschläge pro Minute. Bitte? Ach so, ja, ja. Ihr Bruder John Landley wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, und zwar aufgrund einer Information, die die Polizei von Ihnen bekam. Das war doch meine Pflicht als Staatsbürger. Man kann gegen mich sagen, was man will, aber meine Staatsbürgerpflichten... Ja, sie soll sehr hübsch sein. Wieso? Sie meinen Mary? Miss Landley? Ja, ja. Ich betrachte sie nur mal als meine Sekretärin. So. Vor 2 Jahren hatten Sie auch eine Sekretärin. Ein Mädchen, das man ertrunken auffand. Erinnern sich, Mr. Messer? Ja, ja, ja. Das war eine Tragödie. Das war schrecklich. Das war furchtbar. Ich möchte gar nicht daran denken. Das Mädchen hieß Gwenda Milton. Sie war die Schwester von Henry Arthur Milton, bekannt als der Hexer. Ja, richtig, der Hexer. Den ihr nie erwischt habt, der Kommissar nie erwischt. Die superkluge Polizei von England und die superkluge Polizei von Australien haben ihn immer wieder entwischen lassen. Bitte, ich will gar nichts gegen unsere Polizei sagen. Als Steuerzahler bin ich sogar sehr stolz auf Sie. Der Hexer hatte Ihnen also seine Schwester anvertraut. Ich habe sie immer gut behandelt. Und warum hat sie Selbstmord begangen? Selbstmord? Wie soll ich das wissen? Ich wusste ja kaum, dass sie sogenannte Sorgen hatte. So. Aber Sie hatten sie doch vorher selbst in einer Frauenklinik angemeldet, was? Das ist eine Lüge. Psst. Diese Geschichte wissen nur wir drei. Sie, Scotland Yard, und Henry Arthur Milton, der Hexer. Das ist eine ganz böswillige Verleumdung. Auf dem Dexter ist tot. Gestorben in Australien. Stand ja in allen Zeitungen. Der Hexer lebt. Er ist hier. Sie zittern ja so. Nein, nein, nein. Es geht mir sehr gut. Danke. Vielleicht ein Glas Wasser. Aber gern. Bitte sehr. Wollen Sie mir Angst machen? Ich will Sie nur warnen. Ich habe den Hexer in meinem Leben nie gesehen. Nur diese Amerikanerin, mit der er verheiratet ist. Cora N. Cora N, ja, richtig. Die habe ich gekannt. Cora N. Milton. Wo die ist, da ist auch er. Sie ist hier. Wartet draußen. Hinter dieser Tür. Sir. Ah, Bliss. Gut, dass Sie gerade kommen. Hier, Mr. Messer, braucht eine Schutzwache, das übernehmen Sie. Auch noch, Sir. Bliss? Na, schön. Mr. Messer, lassen Sie abends nicht mehr mit mir ins Haus und gehen Sie selber nachts nicht auf die Straße. Von jetzt ab steht Ihr Haus unter Bewachung. Wenn Sie den Hexer fangen, dann stifte ich 1000 Pfund für die Waisen der Polizei. Ach, so nötig haben wir es nur auch wieder nicht. Also, das wär's, Mr. Messer. Herein. Störe ich. Na, kommen Sie ruhig rein. Oh, Mr. Bliss. Mein. Da haben Sie schon gelesen, unser guter alter Brito. Jetzt haben Sie ihn doch aufgehängt. Er sagt eigentlich gar nicht aus wie ein Verbrecher, aber da kann man sich täuschen. Haben Sie zum Beispiel schon mal die Ohren vom Hauptinspektor Bliss genau betrachtet? Hier sehen Sie das typische Ohr eines Verbrechers. Dazu noch das Kinn, der Prototyp eines harmlosen Totschlägers. Haben Sie schon mal einen Mord begangen, Bliss? Noch nicht, aber wenn Sie so weiterreden... Ein einziges Mal habe ich solche Ohren gesehen in Indien bei einer Dame. Sie hat nachher ihren Mann umgebracht. Ja, dabei konnte man es ihr nicht mal übel nehmen. Er ging immer mit umgeschnallten Sporen ins Bett. Ja, war auch bei der Kavallerie. Haben Sie was dagegen, wenn ich rauche? Nein, rauchen Sie ruhig. Tja, lieber Doktor, ich muss etwas mit Ihnen besprechen. Moment. Es handelt sich um meine Frau. Ja. Woher wissen Sie das schon wieder? Telepathie. Donnerwetter. Was kann ich für die Dame tun? Ich möchte alles über Ihren Mann erfahren. Frauen wissen nie etwas über ihre Männer. Wer ist die Dame? Cora N. Milton, geborene Bedford. Cora N. Den Namen habe ich doch schon mal gehört. Unmöglich. Sie ist nämlich die Frau Henry Arthur Miltons, die Frau des Hexers. Hexer? Der Hexer. Wieso eigentlich der Hexer? Weil es ja nur mit Hexerei zugehen kann, dass es der Polizei dauernd erwischt. Tüchtig, tüchtig. Wie sieht er aus? Haben Sie ein Foto von ihm? Hm. Augenblick, hier ist seine Akte. Warum sind Sie noch, Chef? Ich hab zu arbeiten. Nein, aber ich muss hierher noch mal sprechen, Bliss. Na, Doktorchen, wie wär's? Es wird eine Aufgabe für Sie.
Ein Mann von Ihrem Wissen, hm? Für den müsste es ein Vergnügen sein, den Hexer zu fangen. Ich würde es versuchen. Der Hexer. Netter Kerl. Wie bitte? Dieser Bliss. Ach so. Aber irgendetwas stimmt nicht bei ihm. Hoffentlich sind es nur die Ohren. Ja, also was ist mit dem Hexer? Oh, ein Raubmörder. Oh nein, nein. Schmuck oder Wertsachen war er nicht interessiert. Der Hexer hatte eher andere Motive. Henry hat am Milton mal der erfolgreichsten Pferdezüchter in Australien. Am Abend vor dem großen Derby of Lowich fand er seine 5 Hengste. Edelste Vollbutteraber, tot in den Boxen, vergiftet alle 5. Pfui Teufel. Pfui Teufel, jawohl. Ein gewisser Oberst Chefres wurde dieser gemeinen Tat überführt, Motiv Eifersucht unter Züchterkollegen, verurteilt und wanderte 3 Monate hinter Gitter. Was? Nur 3 Monate? Ja. Mildernde Umstände. Am Tag nach seiner Entlassung fand man Oberst Chefres erstochen in seiner Wohnung auf. Henry Assa Milton aber war verschwunden. Ein Mord wegen 5 toter Pferde. Aber lieber Doktor, ich denke, Sie sind Dritte. Ja, drüben in den Staaten stand bis vor wenigen Jahren schon auf Pferdediebstahl die Todesstrafe. Der Einfluss der Puritaner ja. Und weiter. Die Spur des Hexers führte dann nach London. Hier hat er dann den alten Gilly umgebracht, der einen Mädchenhandel mit Südamerika betrieb und der Grace Milton auf dem Gewissen hatte, eine Nichte des Hexers. Ja, der nächste war Allison. Dieser schmierige Geldverleiher, der Miltons Vater ruiniert hatte. Ja, dann kam John Webster an die Reihe, der ihn erpressen wollte, und zum Schluss Sid Chandler, der ihn an Scotland Yard verriet, wegen der 1000 Pfund Belohnung. Ja, und alle erstochen. Vom Hexer erstochen, der unsichtbar blieb. Ja, ich sehe schon, seine Morde hatten alle eine gewisse Methode. Ja, das kann man wohl sagen. Ja, als er dann wieder aus England fliehen musste, ließ er seine Schwester in der Obhut von Maurice Messer zurück. Das arme Mädchen fischte man später aus der Themse. Und wenn er nun wirklich aus Australien zurückgekehrt ist, dann nur, um mit Maurice Messer abzurechnen. Ein Foto haben Sie, wie ich sehe, nicht von ihm. Ein Foto existiert nicht, aber wir haben eine Zeichnung. Anfertigte, und zwar auf dem Schiff zwischen Seattle und Vancouver. Da machen Sie keine Witze. Den Mann kenne ich doch. Was? Natürlich, den komischen Bart kenne ich, das fette, aufgeschwemmte Gesicht, die kleinen Augen hinter der goldgefassten Brille. Ich bin ihm begegnet. Wo? In London? Na, wieso in London? Da bin ich noch nie einem interessanten Menschen begegnet, außer in Scotland Yard natürlich. Na, passen Sie auf, in vor Zeit, vor 3 Monaten, als ich aus Bombay kam. Ich höre im Hotel, dass ein Europäer krank in einer üblen Kaschemme im Eingeborenenviertel liegt. Ich gehe sofort hin, finde einen schwerkranken Mann knapp vorm Abschnappen. Tja, es war dieser Herr hier. Bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Er kam gerade von Bord eines Australiendampfers. So, und wurde er wieder gesund? Keine Ahnung. Er hatte hohes Fieber, fantasierte. Er sagte immer einen Namen vor sich hin. Moment. Natürlich. Cora M., sagte er. Herr Colliere, Sir, das war der Hexer. Bitte, bitte. Das Bild. Ah ja. Zweimal bin ich ihm begegnet, dann war er plötzlich weg. Was, weg? Weg. Ja, vielleicht ist er gestorben und die Eingeborenen haben seine Leiche verschwinden lassen, um keine Schererei zu haben. Ich habe das sichere Gefühl, dass der Hexer noch lebt. Dr. Lomond, wie Sie damals diesen Prideaux verhörten, es war erstklassig tatsächlich. Ja. So versuchen Sie doch mal mit dieser Frau. Ja? Hier. Hier ist der Geheimbericht des Ermittlungsdienstes. Sie ist seit 3 Monaten in London mit einem britischen Pass und wohnt im Carlton Hotel. Nehmen Sie doch das Mikroskop. Ja, dann lassen Sie die Dame mal hereinkommen. Bitte, Herr Kommissar. Interessant, interessant. Cora N. Lassen Sie mich nachdenken. Ja, richtig. Orchideen. Orchideen? Orchideen. Mrs. Milton? Darf ich bitten? Aber ja, doch. Guten Morgen, Mrs. Milton. Oh, Sie haben es aber gemütlich. Mrs. Milton, ich habe Sie hier gebeten, weil mir daran liegt, dass mein Freund hier sich ein bisschen mit Ihnen unterhält. Ja, das ist aber reizend von Ihnen und ich war gerade so einsam. Was haben Sie mir denn zu bieten, meine Herren? Ich bin von New York ziemlich verwöhnt. Die größte Attraktion, die ich Ihnen hier in London bieten kann, ist zweifellos Scotland Yard, Mrs. Milton. Ach, das ist aber aufregend. Und was spiele ich dabei für eine Rolle? Vielleicht die weibliche Hauptrolle, Mrs. Milton. Oh, das war doch der Name. So ist es. Und?
Bitte nehmen Sie doch Platz, Mrs. Milton. Darf ich Ihnen etwas zu rauchen anbieten? Oh ja, das dürfen Sie. Gestatten Sie? Danke. Bitte. Sie waren im Ausland? Stimmt. Und wo? Überall. Wie war der Abschied von Ihrem Mann? Sagen Sie mal, wer ist eigentlich dieser reizende Herr? Oh, pardon. Dr. Lommen, Polizeiarzt, Geheimabteilung. Bitte. Was Sie nicht sagen. Ist Ihnen eigentlich bekannt, Sie Geheimpolizist, dass ich meinen Mann seit Jahren nicht mehr gesehen habe und dass ich ihn auch niemals wieder sehen werde? Der Arme ist im Hafen von Sydney ertrunken. Tja, wie ich sehe, tragen Sie Trauer. Erstens lebten wir nicht miteinander und zweitens kleidet mich Schwarz nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie irgendetwas nicht gut kleidet. Oh, bitte, Doktor, übernehmen Sie sich nicht. Nach dieser netten kleinen Erinnerung müssen wir nun leider auf etwas Unangenehmes kommen. Wenn es Ihnen unangenehm ist, dann lassen wir es doch lieber, hm? Wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Vor 2 oder 3 Jahren. Bitte, bitte, Cora N. Hören Sie, Doktor, für Sie bin ich immer noch Mrs. Milton. Gut. Dann müssen wir es eben andersrum versuchen. Sie sahen Ihren Mann also zum letzten Mal in Sydney. Wozu fragen Sie mich, wenn Sie das sowieso wissen? 3 Monate nach seiner Ankunft kam auch sie nach Sydney. Sie nannten sich Mrs. Jacobson, wohnten im Hafenhotel Zimmer 36 und während der ganzen Zeit ihres Aufenthaltes standen Sie mit Ihrem Mann in Verbindung. Was sind Sie doch für ein kluges Kind. Alles wissen Sie. Zimmer 36, wie ein richtiger Geheimpolizist. Ich habe ihn überhaupt nicht gesehen. Ja, bloß mit ihm telefoniert, was? Wissen Sie eigentlich, dass Ihr Mann am Jahrestag Ihrer Hochzeit Melbourne verlassen hat? Auf der Themistokles. Und zwar mit einer anderen Frau. Das ist eine verdammte Lüge. Arthur hat nie mit einer anderen Frau. So was Dummes darauf hereinzufallen. Mrs. Milton, Ihr Mann hat doch vergessen, Ihnen zum Hochzeitstag Orchideen zu schicken. Was wollen Sie damit sagen? Er schickt Ihnen doch jedes Jahr Orchideen, sogar als er sich in Australien verstecken musste. Sogar da hat er Ihnen Orchideen geschickt, aber dieses Jahr nicht. Und vielleicht hat er es vergessen. Vielleicht hat er aber auch eine bessere Verwendung für die Blumen gehabt. Das glauben Sie mit Ihrer schmutzigen Fantasie. Arthur liebt nur mich. Den Galgen hat er riskiert, nur um mich zu sehen. In der Oxford Street hat er auf mich gewartet, tagelang. Was? Weil ich da vorbeikommen musste irgendwann. Und ich habe ihn nicht erkannt. Ach, und jetzt wollen Sie uns einreden, er hätte sich so gut verkleidet, dass er am helllichten Tage die Oxford Street entlang gehen konnte? Nein, 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 Corinne, nein, so etwas gibt es nicht. So gibt's nicht. Nein. Über den Piccadilly Circus, hier mitten in London wird er spazieren gehen. Wenn es ihm einfällt, kommt er sogar hierher nach Scotland Yard, mitten in die Höhle des Löwen und niemand wird ihn erkennen. Und wenn Sie jeden einzelnen Eingang bewachen, er kommt rein und geht raus, wie er will. Ja, lachen Sie nur. Ihnen wird das Lachen noch vergehen, er macht es, Sie werden sehen. Gibt's was Neues vom Hexer? Noch nicht, Herr Kollege, noch nicht. Was hat Sie denn so erschreckt? Und vielleicht bin ich daran schuld. Ich bin ein bisschen nervös heute. Mich wirft alles gleich um. Ich kann es Ihnen auch ruhig sagen. Das Bild hier, das sehe ich plötzlich. Und das war wie ein Schlag. Das verstehen Sie doch nicht. Weil ich ihn doch irgendwie gern hatte. Durchaus, Mrs. Milton. Durchaus. Aber Sie brauchen sich vor nichts zu fürchten. Wir sind hier in Scotland Yard, Mrs. Milton. Seien Sie mal nicht so sicher. Vielleicht gibt es in Scotland ja doch etwas, wovor man sich fürchten muss. So, hier ist neuer Whisky, Boss. Ist Ihnen jetzt besser? Lass mir Ruhe, schäle dich raus. So müsst mal Ihre Bienen Sie sehen, besonders unser Fräulein Mary. Ist sie gekommen? Miss Landy, nee, die kommt nicht vor 3/4 und jetzt ist es 1/2. Und vielleicht hat der Zug Verspätung. Das nächste Mal kommst du gefälligst nicht durch die Wand, sondern durch die Türe, verstanden? Schon, aber ihr kriegt doch mit dieser Polyprom, dieser Hauptinspektor Bliss, den begegne ich so ungern in fremden Häusern. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe. Die Haustür. Hackett, nicht öffnen. Niemanden reinlassen, hast du verstanden? Niemanden reinlassen. Warum denn gleich so nervös, Boss? Das wird doch nur der Arzt sein. Der Hexer klingelt nicht. Sieh mal an, was für ein reizendes Hausmädchen dieser Messer hat. Na hören Sie mal, ich bin doch ein Mann. So, so. Sagen Sie mal, was sind das eigentlich für neue Methoden? Einfach die Polizei anrufen und den Polizeiarzt bestellen. Konnten Sie nicht den Hausarzt vom Messer benachrichtigen? Ja schon, aber wollte unbedingt von Dr. Lommen behandelt werden. Ja? Angst vor dem Hexer. Gerade eben hat er wieder so einen Anfall gehabt.
Aber jetzt spielt er schon wieder. Wo ist er? Oben in der Bibliothek. Das nehmen wir da hin. Schön. Links rein! Hören Sie mal, Inspektor Mandrick. Ich bin ja von der Polenta allerlei gewöhnt, aber dieser Mr. Bliss, der benimmt sich ja reichlich komisch. Ach, wieso komisch? Ja, er treibt sich hier in meinem Haus herum. Eben habe ich ihn oben erwischt. Versteckt. Ah, was hat er denn gesagt? Nicht. Der bloß nicht so viel reden würde, nicht? Naja, ist schon gut. Bliss soll Messer vor dem Hexer beschützen. Vor dem Hexer? Ausgerechnet Bliss. Wo geht's denn dahin? Direkt in die Küche runter. Die Küche? Das ist aber unpraktisch. Stellen Sie sich mal vor, ein Menü mit 5 Gängen und dann immer rauf und runter durch die Säule? Wir haben auch noch eine andere Treppe und außerdem noch einen Lift. Ach, einen Lift gibt's auch. Ein Speiseaufzug, nur fürs Essen. Aha. Die Gitter vor den Fenstern, sind die fest? Weiß ich nicht. Wieso? Warum? Oh, damit der Hexer nicht rein kann. Dafür steht da die Polente vorm Haus. Ja, schon, aber ich denke, Sie kennen den Hexer. Der geht durch Wände. Haben Sie auch Angst? Quatsch, solange mich der Hexer nicht mit meinem Chef verwechselt. Aber wenn der Messer mir auch 1 Million gibt, bleib nicht länger hier, jedenfalls nicht bei Nacht. Ach, Hackett, ist Miss Landley eigentlich schon zurück? Nee. Hat sie angerufen? Nee. Bestimmt nicht? Nee, soll ich ja ausrichten, dass Sie gefragt haben? Nein, nein, dann ist nicht nötig. Herr Doktor, wie geht's Ihnen? Schwer ist für mich. Ich habe ihm eine Spritze gegeben. Da haben wir das Zeug, was ihn mal umwerfen wird. Ach, Kokain. Ja, Kokain. Das wussten Sie nicht? Der kokst doch den ganzen Tag. Hören Sie, jetzt orgelt er wieder. Immer dasselbe Stück, Liebestraum. Also wenn ich mir richtig bei Besinnung ist vor lauter Koks, da hört er nichts, da sieht er nichts. Also da kann man es wirklich mit der Angst kriegen. Ja, ja, Musik als Ausweg. Sowas gibt's. Sagen Sie mir, Hackett, wer ist eigentlich außer Ihnen und Messer noch hier im Haus? Niemand, die alte Köchin ist krank. Und wer macht Messer das Essen? Na, ich. Ist aber weiter nicht schlimm. Zwieback und ein Korkenzieher. Und wer ist dieses Fräulein Landley? Miss Mary, das ist unsere Tipptante hier. Das ist eine Sekretärin also? Ja, sie muss gleich kommen. An sich hat sie heute frei, aber der Boss hat sie doch noch herbestellt. Sie ist doch die Schwester von John Landley, was? Ja, ja, der hat 2 Jahre gekriegt, weil er ein Haus geknackt hat. Richtig, richtig. Na ja. Ihr Büro ist hier drüben. Wollen Sie es sehen? Oh, sehen Sie mal hier, Doktor. Vermutlich hat doch Wenda Milton hier gearbeitet. So hieß doch das Mädchen. Eine Schwester des Hexers, ganz richtig. Wo geht's denn dort? Speiseaufzug. Na, no. Ein Tresor? Kaum. Diese alten Häuser hier haben alle einen direkten Zugang zur Themse. Das ist wahrscheinlich auch so einer. Interessant, interessant. Sie haben wahrscheinlich eingerostet und der Gang eingestürzt. Hoffentlich. Machen Sie Messer bloß nicht nervös. Er hat aufgehört zu spielen. Na und? Meine Spritze wirkt. Gehen Sie mal runter in die Küche, machen Sie Ihrem Herrn einen ganz starken Tee, damit er wieder zu sich kommt. Inspektor Wembury wird Sie begleiten, damit Ihnen unterwegs nichts passiert. Sehr wohl. Ich freue mich sehr, dass ich Sie noch getroffen habe, Mary. Yes. Sehr liebenswürdig, dass Sie auf mich gewartet haben. Bitte keine Ursache. Ja. Ich muss jetzt in mein Büro. Wollen Sie mitkommen? Gern. Ja. Bitte. Ja. Mary, ja? Können Sie mir eigentlich verzeihen, dass ich damals Ihren Bruder einsperren ließ? Na, das mussten Sie wohl, der arme Johnny. Ja, wenn Sie wüssten, wie leid mir das getan hat für Sie. Machen Sie sich wegen mir nur keine Sorgen. Sagen Sie, Mary, fühlen Sie sich eigentlich wohl hier? Wieso? Und Messer hat nicht gerade den besten Ruf. Weiß Ihr Bruder eigentlich, dass Sie jetzt arbeiten? Nein, nein, Johnny braucht nicht zu wissen, dass ich jetzt arbeiten muss. Na ja, ich verstehe. Bis später. Bis später, Ann. Ach, Mary. Ja? Sie... Ach, Sie sind schrecklich lieb, Ann. Ich bin schrecklich dämlich. Ist der Tee denn noch nicht fertig? Er hat genau 5 Minuten gezogen. Hackett, Sie sind ein Pedant. Leute, die ihren Tee nachlässig zubereiten, sind für mich Barbaren, Mr. Wembury. Ja? Hackett? Ja, ich bin's. Jetzt kommt der starke Tee, den Ihnen der gute Dr. Lommen verordnet hat. Wohl bekommst.
nochmal, was ist denn das? Der ist doch noch nicht oben. Was ist denn los? Der Aufzug klemmt. Jetzt läuft er wieder. Achtung, er kommt. Johnny, wo kommst du denn her? Was machst du denn hier? Wie bist du denn überhaupt reingekommen? Das Parktor war offen, sperrangelweit. Lass doch, ich hab's schon zugemacht. Von der Wetter, Johnny, ich hätte jetzt nicht hier erwartet. Ich denke, du sitzt. Ist Messer zu Hause? Ja, er ist oben in seinem Zimmer, als Scotland Yard zu Gast. Bleib lieber hier unten. Trinkst du einen kleinen? Ja. Seit wann bist du denn wieder raus? Seit einer Stunde. Stimmt's, dass meine Schwester hier im Büro arbeitet? Stimmt. Was machst du hier? Ich mach mich hier nützlich als Dienstmädchen. Wirst du nicht etwa arbeiten wollen, Hecke? Doch, und wie? Du, wenn du hier ein Ding drehen willst, lass lieber die Finger davon. Messer versteht keinen Spaß. Weiß ich. Und jetzt sage ich deiner Schwester Bescheid, dass du da bist. Lass das. Johnny! Johnny! Und gerade erst heute früh habe ich dir geschrieben. Schon gut, Liebe, schon gut. Du arbeitest also tatsächlich für Messer? Ja, schon fast ein ganzes Jahr. Fast ein ganzes Jahr, so. Wie schön, dass du wieder da bist. War sehr schlimm. Es geht. Warum hast du eine Stelle angenommen? Ich habe dem Messer Geld für dich gegeben. Hat dir die Unterstützung nicht ausbezahlt? Doch, schon. Aber dann hat es wohl nicht gereicht. Und er meinte dann auch, es würde mir drüber weghelfen, wenn ich hier arbeite. Ach so. Ja, ja. Verstehe schon. Schon gut. Entschuldige, Johnny, ich... Schon gut, Liebes, schon gut. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass du wieder da bist. Ich habe dich noch lange nicht erwartet. Vorzeitig entlassen, wegen guter Führung. Ach, Johnny, wie schön für uns. Du, Mary? Ja? Was ist zwischen Messer und dir? Aber Johnny... Hat er dich geküsst? Aber Johnny, ich bitte dich. Er war nett zu mir und... Was soll das heißen? Wieso war der nett zu dir? Aber Johnny, Messer ist doch unser Anwalt. Na und? Der Chef kommt. Achtung. Ja. Du brauchst mich Messer nicht zu melden. Soll eine freudige Überraschung für ihn werden. Verstehe. Und du sagst ihm auch nichts. Los, setz dich hin und schreibe. Ja, aber... Tu bitte, was ich dir sage. Ja. Welch reizendes Bild. Schönheit und Fleiß in holder Harmonie. Bitte mach weiter, unterbrich es nicht, das schöne Bild. Der bezaubernde Rhythmus der arbeitenden Finger. Auch mehr. Ich bin so glücklich. Ich bin sehr glücklich mit dir. Wieso? John Lindley? Richtig. Schon entlassen? Ich dachte... 9 Monate zu früh, was? Nein. Mein Junge. Warum hast du nichts davon erzählt? Hm? Ein Drink? Nein, danke. Ist verständlich. Mary? Ja, Johnny? Ich habe mit Mr. Messer zu sprechen. Lass uns einen Augenblick allein. Ja, Johnny. Du komm, geh nach oben in die Bibliothek, mach Musik, spiel den Liebestraum. Ich komme nach. Ja. Ich habe Ihnen fast 600 Pfund gegeben. Mein Lieber, Ihre Verteidigung war nicht einfach. Ich kenne den Tarif. Warum haben Sie mit den Zahlungen aufgehört? Warum wohl? Weil ich besorgt war um Mary. Ein junges Mädchen aus guter Familie stand plötzlich allein. Da habe ich mir gedacht, es wäre gut, sie zu beschäftigen, sie auf andere Gedanken zu bringen. Ich war besorgt um sie wie ein Vater. Dann lassen Sie gefälligst Ihre väterlichen Pfoten von ihr weg. Mein Lieber. Aber Johnny. Hören Sie mal gut zu, Messer. Wenn da irgendeine Schweinerei im Gange ist, wie damals mit Gwenda Milton, ich sage Ihnen, ich riskiere den Galgen, ich bringe Sie um. Ach, wie romantisch. Ich habe Sie gewarnt, Messer. Ich kriege Sie noch schneller als der Hexer. Der Hexer? Sehr köstlich. Was wissen Sie vom Hexer? Glauben Sie etwa auch an dieses Märchen? Der Hexer ist tot. Er ist in London. Das wissen Sie genau. Vielleicht schon hier im Haus. Sie haben ja doch den Schmuck sicher versteckt, oder? Natürlich. Sie kennen doch mein leeres Haus in Camden Crescent. Ja, ungefähr. Dort, auf dem Speicher, neben dem Überlaufgefäß. Da ist der eingemauerte Schmuck. Markierung, ein schwarzer Punkt. Verdammt nochmal, wenn ich bloß wüsste, was Sie jetzt vorhaben. Hier sind die Schlüssel. Sie können sich den Schmuck noch heute Nacht abholen. Schließlich haben Sie ja dafür bezahlt, mit Ihrer Freiheit. Gut, ich werde mir's überlegen. Wie war doch die Adresse? Camden Crescent 57. Mr. Messer, ich war zu lange weg. Ich kenne mich nicht mehr so genau aus. Machen Sie mir doch eine Skizze. Aber bitte.
Also hier ist Camden Crescent, das ist die Ecke zum Park, ja, hier ist die Post. Und das letzte Haus hier, das ist die Nummer 57. Sie gehen durch den Hintereingang und dann gehen Sie über den Hof, die Treppe noch zum Speicher, ja, und das neben dem Überlaufgefäß, da ist der Schmuck eingemauert. Gut. Aber wenn Sie mich jetzt reinlegen wollen, dann knallt's, verstanden? Ach, Dr. Lomond. Störe ich etwa? Nein, kommen Sie herein, kommen Sie herein. Ein guter Freund von mir, Mr. Lenley. Angenehm. Ich hatte gerade eine kleine Unterhaltung mit Ihrem Fräulein Schwester. Sie sind soeben von einer längeren Reise zurückgekommen. Ich wurde vor einer Stunde aus dem Gefängnis entlassen, wenn Sie das damit sagen wollten. Guten Tag. Netter Junge. Bitte. Da ist jemand, der Sie sprechen will, Boss. Wer ist es denn? Ja, Name ist nicht, sagt er. Kommt vom Hexer. Was? Vom Hexer? Ein Bote vom Hexer? Ist ja interessant. Lassen Sie ihn reinkommen. Nein! Cora N. Milt. Ich habe Ihnen einen schönen Schrecken angejagt, was? Guten Tag, Doktor. Und Ihretwegen kriege ich noch mal einen Herzschlag. Mr. Messer, ich habe mit Ihnen zu sprechen unter vier Augen. Aber bitte, meine Liebe. Sie haben sehr viel Mut. Aber bitte. Wir haben uns lange nicht gesehen. Doch. Heute früh bei Scotland Yard, aber Sie haben mich nicht erkannt. So? Ach. Wo befindet sich der werte Herr Gemahl? Sie glauben wohl, weil Sie noch leben, muss er tot sein, wie? Ach, sehr witzig. Das ist also das Liebesnest. Ich habe Gwenda Milton gut gekannt. Ich hörte von ihrem Selbstmord drüben in Australien. Aber ich konnte ja nichts tun. Warum haben Sie mir nicht gekabelt? Mein Gott, wenn ich das geahnt hätte... Ach, Messer, lügen Sie doch nicht so unverschämt. Wir haben nicht viel Zeit. Dieser schottische Schnüffler wird gleich wieder hier sein, dieser Dr. Lomond. Warum gehen Sie eigentlich nicht weg von London? Irgendwo hin, wo Sie keiner findet. Ach so? So rum? Ich habe keine Angst. Aber er wird Sie töten, Messer. Davor habe ich Angst. Meine Liebe, machen Sie sich doch um mich keine Sorgen. Sie? Um Sie? Keinen Finger würde ich für Sie rühren. Meinen Mann will ich retten, nicht Sie. Hauen Sie doch ab. Vielleicht vergisst er dann, dass er Sie umbringen will. Ach, wie genial. Er traut sich nicht her, hat Sie vorgeschickt, um mich rauszulocken. Wenn Sie umgebracht werden, dann werden Sie hier umgebracht. Hier, in diesem Hause. An dem Ort, an dem Sie seiner Schwester das Herz gebrochen haben, Sie Idiot, Sie. Nicht idiotisch genug, um in die Falle zu gehen. Ich bin nirgends sicher als in London. In Argentinien, da wartet er auf mich. Oder in Kapstadt, wenn ich von Bord gehe. Nein, nein. So leicht geht Messer nicht in die Falle. Nun, Corain, haben Sie sich ausgesprochen? Verehrter Doktor, nur meine Freunde nennen mich Corain. Und ich dachte, wir sind bereits Freunde. Ist doch schön, wenn man eine so trauernde Witwe zum Lachen bringen kann. Sie entschuldigen mich einen kleinen Augenblick. Ach, Dr. Lomond, manchmal wünschte ich, Henry Arthur Milton und ich hätten uns nie kennengelernt. Er war aber ein toller Bursche, was? Großartig, aber nicht zum Heiraten. Wissen Sie was, Corain, lassen Sie ihn laufen. Kein Mann auf der ganzen Welt ist es wert, dass Sie so leiden. Was Sie nicht sagen, ausgerechnet Sie. Auf der ganzen Welt gibt es nur einen einzigen Menschen, der Henry Arthur Milton fangen könnte. Und der sind Sie, Dr. Lomond. Cora N., Sie sind ja verrückt. Warum? Sie opfern einem Phantom die besten Jahre Ihres Lebens. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Laufen Sie davon. Vergessen Sie den Hexer und alles, was damit zusammenhängt. Nein, Doktor. Wenn Henry Arthur Milton einmal zu mir sagt, ich... Aber dich satt, ich mag dich nicht mehr, dann gehe ich. Aber wohin ich will und nicht wohin Sie wollen, Dr. Lomond. Heck! Begleiten Sie die Herrschaft hinaus. Du bist dir doch klar darüber, dass ich jetzt nicht mehr hierbleiben kann, jetzt wo Johnny wieder da ist. Unsinn, Liebste, warum denn nicht? Johnny würde mir das nie verzeihen. Er ist so schrecklich misstrauisch. Oh, Johnny, Johnny, bin ich vielleicht ein reißendes Tier? Willst du dich dein ganzes Leben lang von Johnny bevormunden lassen? Johnny ist auf der schiefen Ebene, er rutscht immer weiter ab. Es geht schon wieder los. Ja, ja, ich wollte es dir eigentlich nicht sagen. Ich wollte dich nicht damit belasten. Ja, was wolltest du mir nicht sagen? Nein, 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 nein. Du musst es mir sagen, Maurice, sag es mir. Also Johnny hat einen Scheck über 100 Pfund mit meinem Namen unterschrieben.
Was denn, eine Fälschung? Ja, ich hab den Scheck zufällig hier. Du siehst doch, Johnny ist nicht mehr zu helfen. Aber damit kannst du doch seine ganze Existenz vernichten. Natürlich kann ich das. Darüber müssen wir einmal in aller Ruhe sprechen, aber nicht jetzt, nicht hier. Hier ist doch ein ewiges Kommen und Gehen und diese verdammten Polizisten, weißt du was? Komm heute Nacht. Ja, heute Nacht kommst du zu mir. Dann besprechen wir alles bei einer Flasche Sekt, ja? Und nein, das kann ich nicht. Warum denn nicht? Nein, Maurice, das tue ich nicht. Ich bin keine Gwenda Milton. Du kommst durch den Geheimgang von der Themse ins Büro. Du kennst die Zahlen. Ja. Vom Büro herauf durch die Wand. Ja. Ich will nicht, dass man dich sieht. Wenn du einen Anstandswauwau brauchst, kannst du ja den Hexer mitbringen. Alles in Ordnung, Mr. Messer. Ja, danke. Ist alles in Ordnung. Wie kommen Sie hier herein? Sie sollten mal das Scharnier ölen lassen. Danke Ihnen, dass Sie geöffnet haben. Sehr lebenswürdig. Sie kennen meine Sekretärin, Miss Lenley. Ich hatte bereits mehrmals das Vergnügen, aber wir wurden nicht vorgestellt. Oh, verzeihen, das ist Hauptinspektor Bliss von Scotland Yard. Angenehm. Sehr angenehm. Hat Ihr Bruder das Haus bereits wieder verlassen, Miss Lenley? Ja, das heißt nein, ich weiß es nicht, warum. Schon gut, ich wollte es nur wissen. Ja. Übrigens, wenn Sie in die Stadt zurück wollen, mein Wagen wartet vor der Tür, Sie können sich anschließen. Ja, gern. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, Mr. Messer. Nein, nein, natürlich nicht. Ja, dann auf Wiedersehen. Vergiss nicht, um 11. Ja. Mr. Bliss? Keine Sorge, Mr. Messer. Ich lasse Sie nicht lange allein. Ich komme zurück. Bis später also. Ist er gekommen? Der Unsinn. Wir sind da. Scotland Yard. Wie spät ist es? Gleich 11. Sie hat gesagt, sie wollte kommen um 11. Hat sie mir doch versprochen, ob sie mich zum Narren hält. Wen erwarten Sie denn? Niemand, den Sie kennen. Gute Freundin. Ich wollte nur Gesellschaft. Ach, eine Freundin? Wo ist Bliss? Keine Ahnung. Haben Sie Angst? Angst? Ich hab keine Angst. Ich hab keine Angst vor dem Hexe. Wo kommen Sie her? Sie sagten doch, ich soll die Nacht über hier bleiben. Ja, wenn ich hier oben, unten in der Küche, ja. Raus, raus, raus. Raus. Ich bekomme Besuch. Raus. Raus. Lass mich allein. Guten Abend, Miss Lende. Was, Mary? Der Hexer? Ach, Unsinn. Chef, das ganze Haus ist ohne Licht. Anscheinend ein Kurzschluss. Sehen Sie mal hier, Chef. Blut. Hier ist auch Blut. Family, Doktor? Der Hexer hat zugeschlagen. Ja. Verdammt. Los, wir müssen da unten. Kommst. Moment. Wo ist eigentlich Kommissar Wolf? Ich weiß nicht, Sir. Ich nehme an, zurück nach Scotland Yard. Ach, wirklich? Was ist da passiert? Los, führen Sie uns in die Küche. Hier, Sie passt auf das Mädchen auf. Sehr wohl, Sir. Halt, meine Herren. Soll das ein Scherz sein, Hauptinspektor Bliss? Ich scherze nie. Machen Sie keinen Unsinn, Bliss. Erkennen Sie uns denn nicht? Doch, was machen Sie hier? Das, was Sie versäumt haben. Wenn ich mich nicht irre, waren Sie für die Sicherheit von Maurice Messer verantwortlich. Und? Messer ist vermutlich ermordet worden. Dann werde ich die Mordkommission verständigen.